hallo allerseits, der Frank Wagner hier. Ja, eigentlich wollten wir schon längst angefangen haben. Das Problem ist die Technik. Die funktioniert natürlich gerade in dem Moment nicht, wenn man sie braucht. Wir haben ja letzte Woche den Probelauf gemacht. Jetzt haben wir das Problem, dass die Kamera, mit der ich eigentlich livestreamen wollte, nicht livestreamt. Und wir finden nicht raus, warum und weshalb. Aber es gibt noch die Lösung über das Handy. Wir zeichnen aber zusätzlich über die Kamera hinten auf. Das heißt, die Aufzeichnung wird dann online gestellt und ihr werdet natürlich auch die Möglichkeit haben, eure Fragen zu stellen. Nur dummerweise ist dann das mit dem Ton natürlich nicht so eine super Sache, wie ich mir das gedacht hatte, zumindest jetzt nicht in der Live-Situation. Aber wie gesagt, ihr werdet trotzdem die Fragen stellen können. Okay, ich schalte mal rum, übergebe einfach mal an den Uwe, der die Kamera bedient und hoffentlich halbwegs stillhalten kann. So. 2 Stunden lang. Das wird schwer. Boah, das ist aber. Das ist wirklich schwer. Ja. Frank, du hast da drin noch ein Mikrofon, einen Ständer. Bitte? In deinem Auto hast du noch einen Ständer. Was? Ein Ständer. Ein Ständer? Hast du ja. Hör auf! Ja, jetzt wird es total schwer. Kann vielleicht die Sabine dann nachher noch mal holen. Wir probieren das jetzt erstmal so. Wenn das jetzt nicht, komm ruhig näher ran. Ja, also ich habe euch alle drauf, das sieht richtig gut aus. Ja, aber komm ruhig näher an uns ran. Jetzt bin ich aber auf der. Wir müssen jetzt eben bei der ganzen Geschichte ein bisschen improvisieren. Gerade vom Ton her ist das so eine Geschichte. Ja, und dann würde ich sagen, das muss ich mit Mikro machen, auch wenn es euch jetzt nicht viel bringt. Hallo Mike Kirchhain und herzlich willkommen zu diesem Livestream. Eine Sache gebe ich noch schnell ein. Wir brauchen nämlich von dem Video den Embed-Code für all die über meinkirchhain.de zugucken. Ja, super GAU bei der ganzen Geschichte. Komm ruhig ein bisschen näher ran, Uwe, kein Problem. Also, ich hätte es gerne ein bisschen anders gehabt. Leider hat es nicht funktioniert. Wie gesagt, der Teufel steckt immer im Detail. Ja. Ich sehe gerade, dass die Übertragung bei Max gehangen hat. Das heißt, die Vorstellung von ihm ist nicht gelungen. Das wäre schön, wenn wir es nochmal wiederholen können. Dann wiederholen wir es nochmal. Dann soll sich der Max bitte nochmal vorstellen. So, Max, zum Zweiten. Ich fange auch nochmal von ganz vorne an, weil wenn das nicht übertragen wurde, das war ja eigentlich das Wichtigste, dass die drei sich hier wirklich einen Arsch aufgerissen haben und hier wirklich die ganze Zeit am Machen sind. Und es hat nun leider hier offensichtlich an der Kamera selber gehakt und nicht an der Verbindung. Es ist also einfach ein technisches Problem, offensichtlich von der Hardware bzw. der Software auf der Kamera. Und sie tun wirklich alles, dass das behoben wird. Dann zu mir. Ich bin Max Schwetz, 31 Jahre alt, wohne in der Kernstadt und war bis 2019 Profi-Triathlet. Daher kennen mich vielleicht der eine oder andere. Und jetzt bin ich beruflich in Marburg und promoviere dort in der theoretischen Physik. Vielen Dank. Ja, also wie gesagt, die Live-Situation wird ein bisschen knifflig sein, aber ich stelle dann auf jeden Fall nochmal das Video online und da wird dann auch die Tonqualität deutlich besser sein. Wichtig ist, dass ihr uns einigermaßen gut versteht und dass ihr vor allem eure Fragen stellen könnt. Ich hatte mir jetzt natürlich eine große Begrüßung ausgedacht, die lasse ich jetzt weg. Grundsätzlich gibt es natürlich so ein bisschen eine Spielregel bei der ganzen Geschichte, also stellt am liebsten Fragen, die auch alle drei Kandidaten beantworten können. Und stellt also auch Fragen, die zum Nutzen aller sind. Keine langen Vorträge, kurz und knapp, prägnant, das wäre eben am schönsten für die ganze Geschichte. Und wir hatten jetzt die Vorstellungsrunde bei dieser ganzen Geschichte und ich würde damit den ersten Themenschwerpunkt ganz gerne aufrufen. Da geht es also um die Personen an sich als solches. Und da würde ich einfach mal anfangen beim Olaf mit der Frage, wir schreiben das Jahr 2028. Was hat sich in Kirchhain unter dir als Bürgermeister verändert und was nicht? In 2028 ist Kirchhain noch ein bisschen grüner, wird noch fahrradfreundlicher sein. Wir werden Radwege haben. Wir werden in Kirchhain eine belebte Innenstadt haben. Wir haben sozialen Wohnungsbau. Wir haben Baulücken geschlossen und in unseren 12 Stadtteilen sind die Neubaugebiete über die letzten Jahre entsprechend entwickelt worden, die Baulücken geschlossen. Und es herrscht ein gutes Klima im gegenseitigen Miteinander. Das Ehrenamt ist gestärkt und ich denke, Kirchhain wird auch über Kirchhain sehen, hören, genießen, also über unser kulturelles Leben.
einen festen Mittelpunkt im Landkreis haben. Und ich glaube, das ist eine gute Vision für 2028. Ja, vielen Dank. Dieselbe Frage würde ich auch dem Holger Lesch dann direkt im Anschluss stellen. Also Holger, was hat sich 2028 geändert und was ist gleich geblieben unter einem Bürgermeister Lesch? Unter einem Bürgermeister Lesch, wenn es denn so kommt, sehe ich 2018 eine weitaus bessere Straßensituation, als wir jetzt haben. Also die Straßensanierung wird in vollem Gange sein. Die Problemfälle werden schon angegangen sein oder teilweise auch schon weg sein. Wir werden gute Fahrradwege haben, Anbindungen zu den Nachbarkommunen. Die Anbindung der Fahrradwege in die Kernstadt ist gegeben. Aber auch ganz wichtig, wir werden ein größeres Freizeitangebot haben. Sprich für alle Generationen, zum Beispiel auch jetzt gerade das in Entstehung befindliche dieser Mountain Trail in Burgholz oder ich sag mal, unser Freibad wird florieren und Halfpipes, Kletterwald, für jeden ist etwas dabei, auch für die ältere Generation, die finden Treffpunkte vor, die Jugendclubs sind hoffentlich wiederbelebt und da möchte ich meinen Beitrag zu leisten. Ja, danke Holger für die Antwort. Wir haben gerade nochmal zwischendurch, bevor ich Max jetzt auch nochmal dieselbe Frage stelle, haben wir die Kommentare, dass das Ganze zu leise ist, dass wir lieber durch ein Mikrofon sprechen sollten. Ja, das ist das Problem. Ich kann das Mikrofon oder die Mikros, die wir hier eingestöpselt haben, kann ich nicht an das iPhone, mit dem wir jetzt als Nothilfslösung arbeiten, anschließen. Das heißt also, wir müssen dann dementsprechend über das Mikro, was dort eingebaut ist, arbeiten. Eine andere Möglichkeit geht halt leider jetzt nicht bei dieser ganzen Geschichte. Ich würde jetzt weiterleiten zu Max, eben auch bei dir. 2028, was hat sich geändert unter dir als Bürgermeister? Also nach den ersten 6 Jahren mit mir als Bürgermeister werden wir vor allem in einer deutlich moderneren Stadt leben. Das fängt an bei einer deutlich digitaler aufgestellten Verwaltung, sowohl in der Schnittstelle zur Bevölkerung selber, zu den Bürgern, als auch verwaltungsintern. Das heißt, nach diesen 6 Jahren sollte alles reibungsloser funktionieren und Vorhaben auch tatsächlich dann einfacher umgesetzt werden durch Automatisierung, durch Wegfallen von unnötiger Bürokratie. Und was die Bürger, ich sag mal, auf der Straße betrifft, werden wir, wie meine Vorredner auch schon versprochen haben, definitiv mehr Radwege und barrierefreie Lösungen haben, sodass alle Bürger auch tatsächlich am Verkehr teilnehmen können und dass entweder ein Auto oder ein Zweitauto keine Notwendigkeit sein muss, um in Kirchhain von A nach B zu kommen. Fängt eben bei den Radwegen an, geht aber weiter über Carsharing und andere Lösungen, die in der heutigen Zeit eben einfach angekommen sind. Okay. Ja, vielen Dank, Max, auch für deine Antwort. Gibt es denn, Sabine, schon Fragen aus der Community? Es gibt schon einige Fragen. Und zwar möchte der Jürgen Geisler beispielsweise wissen, ob in der Kernstadt die Einrichtung eines Ortsbeirats vorgesehen wird in der Zukunft. Außerdem möchte er ergänzend gerne wissen, welche Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung unsere drei Kandidaten sehen für die Zukunft. Ja, dann würde ich die Frage direkt an den Holger geben. Also wir machen das hier so ein bisschen im Wechsel. Holger, du darfst als erstes darauf antworten. Steht in meinem Wahlprogramm die Einführung eines Ortsbeirates für die Kernstadt. Da lege ich großen Wert drauf. Warum soll für die Kernstadt nicht das gelten, was auch in den Stadtteilen gültig ist, sag ich mal. Ortsbeiräte haben sich bewährt. Und da bin ich voll mit dabei. Das ist auch mein Ziel. Die andere Frage, die Bürgerbeteiligung muss anfangen, bevor irgendwelche großen Vorhaben, sag ich mal, an die Öffentlichkeit gehen, sondern sie müssen wirklich, man muss von vorne den Bürger mit ins Boot nehmen und ihn dann später nicht mit irgendwelchen Planungen und sag mal, festgezurrten Dingen schon überraschen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Bürgerbeteiligung fängt von im Kleinsten an und muss ich dann fortsetzen. Das heißt, wenn ich ein großes Bauvorhaben irgendwo vorhabe oder es möchte jemand in einem Ort irgendwas errichten oder in der Kernstadt, dann gilt es schon in dem Fall, die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot zu nehmen, damit man, sage ich mal, weitere Kritiken, die dem Nachgang dann zu erwarten sind bei solchen Bauvorhaben,
dann gleich aus dem Weg geht. Ja, Max kann dann direkt als nächstes anschließen. Genau. Also in Sachen Bürgerbeteiligung werbe ich ganz stark für eine digitale Lösung, denn es ist zwar schön, zusammenzukommen, und das braucht man auf jeden Fall auch, dass man tatsächlich in persona öfters zusammenkommt. Es lässt sich aber durch die schiere Fülle von Verfahren, die in der Stadt nun mal laufen, nicht für jede einzelne Anfrage eine Bürgerversammlung einführen. Deswegen werbe ich dafür, dass wir im Rahmen einer Digitalisierung, wenn wir dann auch eine Stadt-App haben, dort in Form eines Forums Dinge auch tatsächlich durch die Stadt kommuniziert werden können und dort eine Plattform geboten wird, die Bürger dazu einlädt, darüber zu diskutieren. Das hat natürlich dann nicht zwangsläufig eine bindende Wirkung, aber man kann sich so eben doch relativ gut ein Bild aus Bild der Stimmung aus der Bevölkerung einholen. Und zu den Ortsbeiräten bin ich auch stark dafür, ein gleiches Konzept in der Kernstadt einzuführen. Ich bin allerdings ein bisschen dagegen, die gesamte Kernstadt durch einen Ortsbeirat zu repräsentieren. Aus meiner Sicht würde das zu kompliziert werden und würde mich darauf fokussieren, tatsächlich auch einzelne Quartiere zu Ortsbeiräten zusammenzuführen, um nicht die Repräsentation durch diesen einen Kernstadt-Ortsbeirat die ganzen Stadtteile überwiegen zu lassen. Ja, vielen Dank, und dann auch nochmal dieselbe Frage an Olaf. Gut. Also die Ortsbeiräte haben sich ja in den Stadtteilen durchaus bewährt. Von daher kann man natürlich drüber nachdenken, ob es Ortsbeiräte in der Kernstadt sinnvoll sind. Da ist aber tatsächlich die Frage, wie groß ist ein Ortsbeirat, für wen repräsentiert er, welches Quartier repräsentiert er. Von daher ist das nochmal ein genauer Abwägungsprozess. Und ich glaube, ein kleiner Unterschied zwischen der Kernstadt und den Stadtteilen ist schon, weil es in der Regel so ist, dass sich die Leute auf dem Dorf, so will ich es mal formulieren, sich einfach besser kennen, enger zusammenhängen und enger zusammenarbeiten und kooperieren. Aber im Prinzip ist das Thema Ortsbeirat in der Kernstadt durchaus ein lohnenswertes Thema. Was das Thema Bürgerbeteiligung angeht, Bürgerbeteiligung wird in vielen Fällen schon gemacht, ist auch in vielen Fällen schon durchgeführt worden. Ich bin dagegen, dass man sowas nur digital macht, weil nicht jeder ist digital zu Hause. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das auch mal analog macht. Haben wir ja heute auch gesehen, dass es manchmal halt nicht so funktioniert, und das ist auch gar nicht schlimm. Und von daher ist es gut, wenn man andere Methoden auch hat. Wir haben das in Kirche an vielen Stellen gemacht, beim Verkehrsentwicklungsplan, wenn wir jetzt eine Bürgerversammlung haben. Wir haben das Thema bei dem Thema Innenstadt mit verschiedenen, sowohl online als auch analog im Kirchener Anzeiger gehabt. Von daher, Bürgerbeteiligung wird an vielen Stellen bereits gemacht, und von daher, ja, ist das ein Thema, was auch in Zukunft gemacht werden wird. Okay, ja, ich habe jetzt noch eine Frage zwischendrin. Die können wir auch nochmal allen dreien Kandidaten vielleicht so als grundsätzliche Frage stellen. Und zwar, was sind denn für euch die Hauptaufgaben eines Bürgermeisters? Was sollte er mit in das Amt bringen an Eigenschaften und Ähnlichem? Da fangen wir direkt bei Max an als nächstes. Also die Frage war jetzt nach den Eigenschaften oder für was der Bürgermeister steht? Aufgaben und Eigenschaften. Aufgaben und Eigenschaften. Okay. Also ich sehe die Rolle des Bürgermeisters tatsächlich auf jeden Fall losgelöst von Parteipolitik. Denn wenn wir einen Bürgermeister nach unseren Parteivorlieben wählen müssten oder würden, könnten wir uns ja die Wahl eigentlich sparen. Denn wir wählen ja bereits ein kommunales Parlament, was also die Bürger in dem Sinne vertritt und alle Parteiströmungen auch ganz gut da in einem Hause zusammenfasst. Deswegen für mich ist es wichtig, dass ein Bürgermeister überparteilich ist und auch so agiert und auch die Entscheidungshoheit in den wichtigen Entscheidungen des Parlaments nicht konterkariert. Deswegen ist es für mich ganz klar, meine Rolle wäre ganz klar, die Stadtverordnetenversammlung zu stärken, dort Mehrheiten oder dass die Parteien zueinander führen, aber nicht über die Stadtverordnetenversammlung hinweg zu entscheiden. Denn dafür ist mir ein Parlament viel zu wichtig, und aus meinem Demokratieverständnis ist das zentrale Organ, um die Bürger zu repräsentieren, und nicht der Bürgermeister. Der Bürgermeister als Verwaltungschef und erstes Mitglied im Magistrat
ist natürlich, hat natürlich eine, trotzdem eine große Wirkung in dem, was er vorschlägt, in den Dingen, die er kommuniziert, in den Dingen, wie er seine Verwaltung führt und dann auch die Parlamentsentscheidungen in die Umsetzung bringt. Und da finde ich, da muss die große Stärke eines Bürgermeisters liegen. Okay, danke. Ja, Olaf, dann kommen wir zu dir. Wie siehst du dein Amt als Bürgermeister, deine Aufgaben und welche Eigenschaften wären ganz wichtig für einen guten Bürgermeister? Also Bürgermeister ist ja eine Persönlichkeitswahl, von daher kann ein Bürgermeister durchaus ein Parteibuch haben. Das schließt es, glaube ich, auch nicht aus. Da gibt man nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Gleichwohl ist der Bürgermeister für alle Bürger da. Das wird auch so gelebt in Kirchhain. Für mich ist das Thema Bürgermeister damit verbunden, dass ich jawohl die Dinge umsetze, die im Stadtparlament natürlich beschlossen werden. Dafür bin ich dann auch der Sprecher des Magistrats und Chef der Verwaltung. Aber ganz wichtig ist auch, dass ein Bürgermeister Impulse setzt, weil man kann auch von ehrenamtlich gewählten Parlamentariern, die das in ihrer Freizeit machen, nicht verlangen, dass die eine Entwicklung einer Stadt in allen Details, die es letztendlich gibt, die es auch umzusetzen gilt, die auch möglicherweise rechtlich vorgeschrieben sind, die umzusetzen sind, von sich aus auf den Weg bringen. Und von daher ist ein Bürgermeister auch ein ganz großer Impulsgeber. Und ich glaube, das ist auch das, wie wir in den letzten Jahren, in den letzten 6 Jahren gearbeitet haben. Und natürlich sind Strukturen entwickelt worden, ob das Bürgerbeteiligungsverfahren sind, ob das Verfahren sind in den jeweiligen Organisationen, in den jeweiligen Sitzungen. Dort findet ein Meinungsaustausch statt. Und ich glaube, ein Bürgermeister muss dort sehr deutlich Position beziehen und muss auch diese Impulse setzen. Am Ende des Tages, klar, gilt natürlich, dass der Bürgermeister das umsetzen muss, wofür es die politischen Mehrheiten gibt. Und das wird natürlich akzeptiert, denn wir sind ja nicht im Absolutismus. Also von daher ist das völlig klar. Was muss ein Bürgermeister mitbringen? Ich glaube, dickes Fell, ja, weil das war ja die Frage. Ein dickes Fell durchaus, weil es gibt kaum einen Beruf, der so in der Öffentlichkeit steht wie ein Bürgermeister. Weil ein Bürgermeister wird von allen beurteilt, wird von allen sichtbar gemacht und von daher ist, glaube ich, dickes Fell ein Thema. Eine Belastbarkeit, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil es ist halt ein Job, den man 7 Tage die Woche macht und ich glaube, man muss eine große Kompromissfähigkeit finden, um einzelne Kriterien, einzelne Leute unter einen Hut zu bringen. Das sind die wesentlichen Dinge, die wir oder die ich für einen Bürgermeister sehe. Okay, danke. Dann gehen wir gleich weiter zum Holger als nächstes. Der hat ja auch nochmal die Frage zu beantworten. Also, wie siehst du das Bürgermeisteramt und die Schwerpunkte? Der Bürgermeister ist in erster Linie mal für alle Bürgerinnen und Bürger da. Das heißt, er vertritt die Stadt nach außen hin und muss immer nach dem Handeln, sag ich mal, möglichst das Beste für alle Bürgerinnen und Bürger, für die Kernstadt, für die Stadtteile herauszuholen. Das ist schon mal der Grundsatz, den ich verfolge. Natürlich muss der Bürgermeister, umgänglich, er muss fair, transparent und offen und er muss jeden einladen, bei der Gestaltung der Stadt und der Stadtteile mitzuwirken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, sollte ich mal Bürgermeister sein, würde meine Tür auch für jeden immer offen stehen und ich bin für jeden Ratschlag und für jeden Tipp immer sehr dankbar und nehme das auch sehr gerne an. Okay. Sabine, haben wir neue Fragen? Ja, wir haben neue Fragen. Ich versuche gerade etwas zu sortieren. Ich würde gerne nochmal auf die Digitalisierung zurückkommen. Ja. Da das jetzt hier auch des Öfteren angesprochen wird, unter anderem auch von der Jacqueline. Jacqueline, du wirst gehört und gelesen. Wenn das eben so ankam, als ob Digitalisierung unwichtig wäre, ist das sicherlich falsch rübergekommen. Das war jetzt lediglich hier auf die Situation der Übertragung bezogen. Zurück zur Digitalisierung. Man möchte wissen, von dir, Max, beispielsweise, wie willst du ältere Bürger ins Boot holen, die nicht so affin sind mit der Digitalisierung? Das kann man natürlich auch die anderen beiden noch fragen. Ja. Des Weiteren sollte man dazu ergänzen, wie gut funktioniert das überhaupt bisher mit dem Thema Digitalisierung in der Stadt? Okay, also ich würde sagen, dann
Die Frage ist zwar an den Max gerichtet, aber die lässt sich natürlich ganz gut auf alle drei beziehen. Und da gehen wir dann in unserer Reihenfolge weiter. Das heißt also, dass wir die Frage dem Olaf zuerst stellen. Wie kann man zum Beispiel ältere Menschen mit in die Digitalisierung einbeziehen? Oder macht das überhaupt Sinn bei der ganzen Geschichte? Und wie würdest du die aktuelle Situation beurteilen? Okay, ich versuche es mal so zu erläutern. Man muss nicht jeden digitalisieren. Ich bin dagegen, dass jeder digitalisiert wird. Dass wir digitale Angebote schaffen, ist absolut richtig. Deswegen haben wir auch das Rathaus online. Da gibt es durchaus schon Dinge, die man digital machen kann. Es gibt das Online-Zugang-Gesetz, was im Augenblick umgesetzt wird. Bis Ende des Jahres werden wir rund 80 Verfahren online möglich machen für die Bürgerinnen und Bürger. Wir haben in den letzten 6 Jahren die digitale Dorflinde Wi-Fi for You gemacht. Das heißt, in jedem Stadtteil sind entsprechend WLAN-Angebote geschaffen worden, sodass wir das heute hier auch vernünftig drehen können und machen können. Wir planen, dass wir FTTH-Anschlüsse in jedes Haus bringen. Das wird im Laufe dieses Jahres starten mit der deutschen Glasfaser, wo wir entsprechende Vorverträge regeln wollen und dort jeder Einzelne die Chance hat, sich dort über die Verträge mit einzubringen. Und wenn wir dort die Vorvermarktungsquote von 40% schaffen, dann werden wir es erreichen, dass die Digitalisierung in Kirchhain relativ schnell vorhanden ist und relativ schnell vorangeht. Das heißt für die ersten Stadtteile in Kirchhain als auch entlang der Bahnlinie, also nicht hier im Norden, sondern entlang der Bahnlinie, werden wir die ersten 7, 8 Stadtteile im nächsten Jahr deutliche Verbesserungen sehen können. Und ich glaube, das ist ein guter Schritt. Und da sind wir auf einem guten Weg, gemeinsam mit der Breitband GmbH im Landkreis. Gut, ich möchte die Frage dann weitergeben an den Holger. Ja, Digitalisierung ist so ein Thema. Also ich bin generell gegen eine Digitalisierung, sag ich mal, von jetzt auf gleich. Also das ist, wir müssen jeden mitnehmen, das ist ganz wichtig. Eine Digitalisierung muss barrierefrei sein. Wir dürfen diejenigen, die Älteren und diejenigen, die vielleicht mit der Technik nicht so zurechtkommen momentan oder auch das gar nicht vielleicht nur wollen, dürfen wir nicht abhängen bei solchen Sachen. Das heißt, wir müssen zwei Wege gehen. Wir müssen immer dafür sorgen, dass wir, sag ich mal, in die Zukunft, in die Digitalisierung investieren, dass wir digitaler werden in allen Bereichen. Aber wir dürfen bei dieser ganzen Sache auf keinen Fall die Schwächeren oder diejenigen vergessen, die das nicht können oder nicht wollen. Jetzt macht ihr da an der Kamera irgendwas. Ja. Tut mir leid. Alles gut. Genau, das heißt, bedeutet für mich auch, dass es weiterhin noch den zweiten Weg gehen muss, sprich auch noch die ganz normale, althergebrachte Papierform, zum Beispiel jetzt bei Anträgen oder bei Anfragen. Das ist ganz wichtig. Und dann muss man natürlich schauen, sag ich mal, dass man auch von denen, die das möchten, die da momentan noch nicht so vertraut sind mit dieser Technik, dass man da Angebote schafft. Senioren für Senioren oder auch die Jugend mit ins Boot nehmen und sagt ihr, wir machen jetzt hier mal so eine Art Workshop, wo wir den Senioren das beibringen. Aber ich rede immer nur von Senioren. Es gibt auch andere Altersgruppen, sage ich mal, die damit nicht viel am Hut haben mit der Digitalisierung. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, wir müssen das machen, aber mit Verstand und mit das Ganze muss barrierefrei und es darf keinen benachteiligen. Das ist ganz wichtig. Ja, und dann kommen wir zum eigentlichen Kollegen, dem die Frage gestellt wurde, nämlich zu Max. Also ich hoffe, du hast sie noch im Kopf. Ja, also ich glaube, da muss sich bei niemandem jemand Angst machen. Es wird bei allen Dingen, Anträgen, Beteiligung immer die Möglichkeit geben, das auch analog zu machen. Aber man muss sich das natürlich aus der Skalierbarkeit vorstellen, wenn wir von unseren Bürgern, ich sage mal 90% kommen mit den digitalen Anträgen zum Beispiel, klar, 10% nicht. Und die 10% gehen weiter ins Bürgerhaus, Entschuldigung, in die Verwaltung und stellen einen Antrag, dann ist es natürlich deutlich weniger Aufwand, das auch tatsächlich auf Papier zu erledigen, als wenn wir eben die gesamten 100% das machen lassen. Dementsprechend, es wird diese Angebote immer geben, allein aus dem Grund, dass eben nicht jeder so ein Gerät zur Verfügung hat oder damit klarkommt. Aber für alle die das können, und das wird in Zukunft natürlich, logischerweise wird das immer mehr werden, für alle, die eben das Angebot schaffen, das komfortabel, aber eben auch effektiver machen, denn davon profitieren wir dann am Ende alle.
Okay, danke schön. Ja, wir kommen, würde ich sagen, zum nächsten Themenschwerpunkt. Wir sind ja eigentlich schon bei Infrastruktur und Mobilität gelandet mit der Digitalisierung. Ja, bitte? Verbindung. Jetzt Verbindungsproblem. Kommt sie wieder? Im Moment sucht er wieder. Okay. Das dauert ein paar Sekunden, aber wenn du jetzt weiterreden ist, dann fehlt ein Stück. Und deswegen machen wir dir jetzt warten. Das hatten wir eben bei... Kein Problem. Ob das nicht politisch gesteuert ist, wenn es immer bei mir weg ist. Also das ist nicht. was halt interessant ist, ob du dein WLAN... Also jetzt bist du wieder online. Jetzt bin ich wieder online, okay. Also wir hatten ein kurzes Verbindungsproblem. Also, wir machen mit dem nächsten Themenschwerpunkt weiter. Da ging es also um das Thema Mobilität und Infrastruktur. Ich würde da kurz einen Einstieg machen mit einer Frage. Und zwar, ihr habt ja relativ früh bei der Wahlkampagne Emsdorf aufgesucht und da... wurde dann auch das Thema Radwegnetz angesprochen und so weiter. Ganz konkret einfach mal an dem Beispiel Emsdorf. Wann kriegen wir da einen Radweg und wie würdet ihr das am schnellsten umsetzen? Da fangen wir am besten mit dem Holger an. Mit mir? Ja. Okay, gut. Von der Reihenfolge her wärst du jetzt dran. Okay, gut. Ja, Emsdorf, ich habe mir ein Bild gemacht, ich war selbst vor Ort. Und habe geschaut, was könnte man machen. Es geht ja in Emsdorf im Endeffekt erstmal darum, dass überhaupt eine Anbindung da ist. Es geht darum, dass eine Anbindung da ist, Richtung Stadt Allendorf, Richtung Kirchhain. Das sind zwei Ziele, wo momentan, sage ich mal, keine Radwege bestehen. Das heißt, die Emsdorfer müssen momentan auf der befahrenen Straße, die durch das Wäldchen, Röte oben, Richtung Kirchhain fahren. Und das kann es nicht sein auf der Hauptstraße. Um jetzt, die Frage war ja auch, was können wir machen, damit auch möglichst schnell was geschieht, um jetzt zum Beispiel, sage ich mal, da erstmal Abhilfe zu leisten, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ich mir jetzt diesen Weg angucke, der durch den Windradbau dort entstanden ist. Und da ist in der Mitte Richtung Stadt Allendorf, Richtung Wasserhäuschen, ist so ein Grünstreifen, sage ich mal, von ca. 1000 Meter Länge. Und nach diesen 1000 Metern ist es schon so, dass danach wieder befestigt ist. Das heißt, die erste Lösung wäre für mich, um einen Radweg zu schaffen, dieses Stück zu ertüchtigen. Dann hätten wir zumindest einen Fahrradweg, der vernünftig befahren werden könnte Richtung Stadt Allendorf, wo man dann unten dann, sage ich mal, links Richtung Stadt Allendorf oder rechts dann wieder Richtung Langenstein und Kirchhain fahren könnte. Das wäre perspektivisch sicherlich ganz schnell umsetzbar innerhalb, sage ich mal, ich will jetzt keine Versprechungen machen, aber ich denke, das könnte man sogar dieses Jahr noch umsetzen, diese 1000 Meter. Der andere Radweg, der gedacht ist, durch das Wäldchen und dann Langenstein direkt nach Kirchhain, da ist sicherlich noch Diskussions- und Klärungsbedarf, aber auch da sehe ich, sage ich mal, in nächster Zukunft, soll es das Ziel sein, da zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Aber da kann ich jetzt keine Versprechungen machen, also dieses Jahr mit Sicherheit nicht, aber nächstes Jahr vielleicht, sage ich mal so. Okay, vielen Dank. Und dann geben wir die Frage gleich weiter an den Max, der uns also auch konkret, du hattest ja auch gesagt, du willst dich auf jeden Fall dran machen, dass die Emsdorfer einen Radweg kriegen. Wie möchtest du das konkret umsetzen und bis wann? Genau, also das betrifft natürlich nicht nur die Emsdorfer, sondern aus meiner Sicht hat jeder Stadtteil das Recht darauf, alle anderen Stadtteile auch zu erreichen und zwar nicht nur mit dem Kfz. Und zum Beispiel in Emsdorf ist die Situation definitiv so, dass man dort, wenn man nicht mit dem Kfz über die Kreisstraße fährt, praktisch abgeschnitten ist, weil dort eben, wie Holger schon sagte, die Situation momentan, zumindest auf einem Teilstück, um nach Langenstein zu kommen, nicht ausreichend ist, wenn es ein bisschen matschig ist oder mal ein bisschen aufgeweicht ist. Deswegen für mich sind immer die Dinge ganz besonders toll, die wenig kosten und die relativ unbürokratisch und schnell erledigt werden können. Und so ein Radweg, der jetzt noch relativ matschig ist, auf dem kleinen Stück so weit zu befestigen, dass er relativ sicher zu befahren ist, das geht schneller als man denkt. Und da müssen wir natürlich auch für solche kleinen Vorhaben, ich sage es mal in Anführungszeichen, die verhältnismäßig wenig kosten, uns auch möglichst schnell daran machen, dass die auch umgesetzt werden. Und ich glaube, das geht schneller, als viele denken. Wenn wir uns dann natürlich der Lösung annehmen, wie sie vielleicht mal in 5 bis 10 Jahren tatsächlich angegangen werden könnte, dass wir einen tatsächlichen
geteerten Radweg haben, der auch wirklich fürs Pendeln geeignet ist. Und ich bin mir sicher, dass es auch einige gibt, die den Weg gerne zum Pendeln, zur Bahn nutzen würden. Da müssen wir uns natürlich logischerweise noch ein bisschen gedulden, denn wenn man zum Beispiel an der Kreisstraße denkt, sind dann natürlich andere Träger relevant und nicht nur unsere Kommune. Okay, vielen Dank. Und dann kommen wir zuletzt zum Olaf. Gut, also Thema Radwege ist ein generelles Thema, poppt ja auch im Augenblick überall und immer auf. Von daher, ja, Emsdorf ist natürlich nicht angebunden, aber um die Frage seriös zu beantworten, das tue ich mir schwer, weil letztendlich da verschiedene Träger eine Rolle spielen. Und wenn ich mir anschaue, dass wir den Radweg nach Stadtallendorf machen wollen, dann wird das ein Thema sein, was im nächsten Jahr gestartet wird, zusammen mit dem Kreis, weil wir nicht Träger sind. Die nächste Thematik ist, wenn wir von Emsdorf Richtung Kirchheim fahren und wir haben die Strecke im Mai letzten Jahres abgefahren, werden wir irgendwann unten auf der Straße Richtung Ergsdorf stehen und wir haben keine Verbindung nach Kirchheim. Also von daher sind das Dinge, die in Teilbereichen vorbereitet werden können, aber es kann nicht seriös beantwortet werden, bis wann er tatsächlich in Kirchheim angebunden ist. Wir müssen gucken, dass wir Synergieeffekte auch nutzen, wenn die Windkraftanlagen gebaut werden. Da wäre zu prüfen, ob wir dort die Möglichkeit haben, gewisse Dinge auch mit zu erledigen. Es müssen Gespräche geführt werden mit den Waldbesitzern, wo der Weg auch durchgeht. Auch das sind Dinge, die geklärt werden müssen. Von daher ist es nicht ganz so trivial zu sagen, wir bauen den mal schnell und machen das mal, sondern dort sind relativ viele Verhandlungen auch zu führen mit den verschiedenen Trägern. Da müssen Gestattungsverträge gemacht werden, da muss auch für die Sicherheit gesorgt werden. Und das sind alles Dinge, die vorher geklärt werden müssen. Und von daher ist es, glaube ich, nicht seriös zu sagen, das kriegen wir dieses Jahr hin. Wir können das versuchen anzufassen und können versuchen, diese Dinge Schritt für Schritt zu entwickeln. Aber ich tue mir schwer, hier seriös zu sagen, dass ich in diesem Jahr einen Radweg von Emsdorf nach Kirchheim bauen werde. Ich glaube, das ist nicht realistisch. Okay, vielen Dank, Olaf, für die Antwort. Dann gebe ich erstmal wieder rüber zu Sabine. Haben wir da zu dem Thema Mobilität, Infrastruktur weitere Fragen aus der Community? Ja, da haben wir sogar einige Fragen. Die Ruth Kase möchte beispielsweise wissen oder schreibt, wir brauchen dringend ÖPNV auf den Dörfern. Es kann nicht sein, dass unsere Jugendlichen abends nicht ins Kino oder ähnliches können, weil der letzte Rufbus um 21.33 Uhr fährt. Also hier ist die Frage nach dem öffentlichen Nahverkehr, ob der verbessert wird. Erweiternd dazu kam dann noch die Frage, wir haben ja auf Dörfern ja auch den Bürgerbus, ob es so etwas wie Bürgerbus auch in der Stadt Kirchheim geben könnte, damit die Kirchheimer in der Innenstadt ihr Auto stehen lassen können. Ja, ich würde, genau, weil sonst müssen die anderen sich das noch lange merken. Da waren wir, glaube ich, jetzt von der Reihenfolge her beim Max dran, der gleich als erstes auf die Frage antworten kann. Genau, also die erste Frage war nach dem Bürgerbus, wenn ich richtig... Nee, das war das zweite. Das erste war ÖPNV. Genau. Verbesserung insgesamt. Genau, also ganz klar ist, wir müssen irgendwie weg davon kommen, dass jeder angewiesen darauf ist, ein Auto zu benutzen. Und das betrifft eben gerade die jungen Menschen, die noch nicht Auto fahren können oder dürfen. Betrifft aber natürlich auch die älteren Menschen, die vielleicht auf ihr Auto verzichten wollen oder sich nicht mehr ganz so sicher fühlen beim Autofahren. Und da ist natürlich ganz klar, gerade auf in unseren Dörfern, in unseren Stadtteilen, ist die Lage natürlich auch sehr heterogen. Wir haben Stadtteile, die schon relativ gut angebunden sind. Das betrifft dann eher die südlicheren Stadtteile. Und wenn man ein bisschen weiter nach Norden geht, ist die Anbindung dann durchaus schlechter. Und da können wir natürlich bedingt etwas tun. Wir können uns dafür einsetzen als Stadt mit den öffentlichen Verkehrsträgern, dort bessere Anbindungen zu schaffen. Das ist aber natürlich nicht allein die Entscheidung der Stadt, das muss man ganz fairerweise sagen. Die Stadt kann nicht selber ein Busangebot dort schaffen und man muss sich natürlich dann auch irgendwann den Grenzen bewusst werden. Ich finde, es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass man bis in die Abendstunden, das heißt bis 22, 23 Uhr, noch überall hinkommt. Es ist aber natürlich dann eine Frage, ob man das Angebot tatsächlich bis 2 Uhr nachts ausweitet. Da würde ich sagen, da müssen wir dann auf andere Lösungen umsteigen, die nicht rein durch einen öffentlichen Fahrer gegeben sind, sondern eben zum Beispiel durch Carsharing, durch Mitfahrbänke, wie sie zum Beispiel in Schönbach schon implementiert sind, und alternative Methoden, um von A nach B zu kommen. Mhm. Vielen Dank für die Antwort. Und dann geht es gleich weiter zum Olaf, der also auch auf das Thema eingeht.
ÖPNV, ich glaube, da wird jeder beantworten, ja, natürlich wollen wir das ausweiten, da wo es geht. Das muss natürlich im Zusammenhang laufen mit dem Landkreis, mit den überörtlichen Anbietern. Das machen wir, da sind wir im Gespräch, haben ja auch die Angebote verbessert, dass man jetzt zum Beispiel mit dem Schnellbus über Alsfeld oder von Alsfeld kommt, über Kirchheim nach Marburg fahren kann, aufs Universitätsklinikum. Also das sind Dinge, die schon laufen. Das Thema Bürgerbus, die Frage verwundert mich ein bisschen, weil der Bürgerbus nicht nur für die Stadtteile da ist, sondern tatsächlich auch Routen in der Innenstadt in Kirchheim abgebildet hat und auch aufnimmt. Von daher sind diese ehrenamtlichen Dinge durchaus schon, werden schon genutzt. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Die werden genutzt, können weiter ausgebaut werden, aber auch nur dann, wenn Leute sich ehrenamtlich engagieren wollen. Von daher sind solche Ideen, wie sie auch der Max gerade genannt hat, mit den Mitverbänken, die wir ja auch über die Region Burgwald in der Bergland dann auch mit gefördert und gesteuert haben, durchaus sinnvoll und gangbar. Und ich glaube, ansonsten gilt tatsächlich auch das Thema Carsharing, Nachbarschaftshilfe, dass man solche Dinge miteinander verbindet und versucht, dort eine hohe Mobilität auch in den Stadtteilen zu erreichen. Vielen Dank und direkt weiter zum Holger Lesch. Der öffentliche Nahverkehr ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch da muss ich, wie Olaf das schon gesagt hat, sagen, das ist sicherlich, es ist, der Bedarf regelt hier im Endeffekt, sage ich mal, das Angebot. Allerdings wird es da auch schwierig sein, sage ich mal, jetzt Busse vorzuhalten oder Busse zu bestellen, wo vielleicht die Woche ein-, zweimal jemand abends um 10 noch drinnen sitzt und fährt. Das ist ein Modell, was sicherlich nicht rechnen wird. Aber generell, sage ich mal, ist die Anbindung tagsüber zu den normalen Zeiten, zu den Stoßzeiten, wie man so schön sagt, sage ich mal, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da muss sicherlich mehr passieren, weil wenn ich jetzt auch mal nur an zum Beispiel an Großseeland denke, wo ich jetzt herkomme, auch da ist es nicht so einfach zu vernünftigen oder zu jeder Tageszeit, sage ich mal, zu normalen Bürozeiten nach Kirchheim zu kommen. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Punkt, der angegangen werden sollte. Allerdings habe ich auch nochmal angeregt, den Bürgerbus stärker mit einzubinden. Das heißt, der Bürgerbus sollte, ist ja ein wichtiger Bestandteil, was bei uns in Kirchheim, im Stadtteil für den öffentlichen Verkehr angeht. Und ich finde, wir sollten den Bürgerbus auch interessant machen für andere Generationen. Zum Beispiel auch für unsere Jugendlichen, die vielleicht abends einfach mal in die Stadt kommen wollen, um da irgendwie, ich sage mal, in eine Kneipe oder dann, wenn wir das haben, entsprechende Treffpunkte haben und auch wieder anschließend zurückzukommen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Angebot Bürgerbus, da sehe ich tatsächlich noch viele Chancen und große Entwicklungsmöglichkeiten und da werde ich mich auch für stark machen. Ja, vielen Dank, Holger, für die Frage. Wir haben wieder noch eine Frage, die gleich an das Thema anschließt aus der Community. Sabine? Sekunde, jetzt habe ich sie gerade verloren. Ja, genau. Dennis Bösner fragt oder schreibt, für mich als Rollstuhlnutzer, für Kinderwägen, Rollatoren etc. wären mehr abgesenkte Bordsteine ein guter Anfang. Also die Frage ist danach, was kann Kirchheim noch tun, um barrierefreier zu werden? Ja, von der Reihenfolge her warst du, glaube ich, als nächstes, Olaf. Dann kannst du da auch gleich direkt hingehen. Gut, ein wichtiges Thema. Das Thema der barrierefreien und abgesenkten Bordsteine. Wir wollen zumindest mal in den nächsten Jahren als allererstes auch die Bushaltestellen barrierefrei machen. Das ist ein wichtiges Thema, was wir auch über Förderung von Hessen Mobil angehen können. Und natürlich sollten wir bei den ganzen Straßenbaumaßnahmen, die irgendwann anstehen und die wir sukzessive umsetzen werden, dann anfangen, dort auch barrierefreie Übergänge zu schaffen, barrierefreie Möglichkeiten zu schaffen, sprich die Bordsteine auch abzusenken. Wobei barrierefrei ja nicht nur das Thema der Bordsteine ist, sondern durchaus auch über taktile Systeme nachdenken, damit letztendlich dort für jeden Bürger mit Handicap dort eine Lösung erarbeitet wird. Das ist kein kurzfristiges Thema, das ist ein langfristiges Thema, dem man sich aber stellen muss im Rahmen der Straßensanierung und der Straßenneubauten. Ja, vielen Dank. Holger, du kannst gleich als nächstes in dieselbe Thematik reingehen. Barrierefreiheit. Da schließe ich mich dem Olaf an. Es ist tatsächlich so, dass wir bei Bauvorhaben, die anstehen, immer auf die Barrierefreiheit, gerade jetzt für Rollstuhlfahrer oder aber auch für
gehbehinderte Menschen oder die jetzt, sage ich mal, nicht so gut sich im Alltag fortbewegen können. Da müssen wir ein großes Augenmerk drauf haben und das ist ganz wichtig bei den Bushaltestellen, aber generell im öffentlichen Raum, sage ich mal, alles, was entsteht, da muss dieser Punkt einfach ganz groß zukünftig berücksichtigt werden. Und wir müssen einfach da schauen, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass jeder hier zu seinem Ziel kommt und jeder, sage ich mal, egal ob Rollstuhlfahrer oder normale Fußgänger, sage ich jetzt mal, zu seinem Ziel kommt und auch das nutzen kann, was er möchte. Das ist also ein großes Anliegen und das sollte unser aller Bestreben sein. Vielen Dank. Max, weiter zu dir. Ja, ich möchte noch mal anmerken, dass Barrierefreiheit ja auch nicht nur auf Menschen mit Behindertenausweis zutrifft, sondern dass wir hier ganz viele Menschen haben, die sozusagen von bestimmten Gegebenheiten benachteiligt werden. Fängt an, wenn ich einen Kinderwagen schiebe, komme ich noch irgendwo hoch oder komme ich nicht hoch? Bin ich jung, bin ich ein Kleinkind, dann brauche ich auch ganz andere Möglichkeiten. Und da ist ein enger Fußweg sicherlich nicht die richtige Lösung. Geht dann eben weiter bei älteren Menschen, die nicht mehr ganz 100%ig sicher sind, die aber doch eben gerne noch zu Fuß von A nach B wollen. All die müssen wir dort mit einbeziehen. Und das große Problem ist eben, dass wir eine Zeit hatten in Stadtplanungen generell, nicht nur in Kirchhain, wo Straßen und Wege von innen nach außen geplant wurden, wo angefangen wurde mit einer Straße und danach wurde sich überlegt, ja, was können wir noch daneben hin machen. Gott sei Dank ist die moderne Stadtplanung und die moderne Verkehrsplanung mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass man Straßen von außen nach innen plant, dass man erstmal einen sicheren Gehweg für alle Mobilitätseingeschränkten und alle vollmobilen Menschen schafft, dann überlegt, kann ich einen Radweg implementieren und danach die Straße danach ausrichtet. Das wird jetzt manche sicherlich ein bisschen vor den Kopf stoßen, die gerne mit dem Auto fahren, aber ich stehe da klar dahinter. Das ist eine moderne Verkehrsplanung und so muss die auch in Zukunft bei zukünftigen Baumaßnahmen und Umbauten beherzigt werden, dass wir von außen nach innen planen. Ja, vielen Dank dafür, für die Antwort. Da kam dann gleich wieder eine Anschlussfrage bei diesen ganzen Projekten. Wir haben ja so einige Sachen, die in Planung sind und die wir verbessern wollen. Ja. Und du hast da gleich noch eine Frage dazu. Genau, nicht nur der Martin möchte gerne wissen, es gibt so viele tolle Ideen, die ihr hier vortragt, aber wo soll das Geld dafür herkommen? Wie wollt ihr eure Versprechen bezahlen? Ja, und da starten wir mit dem Holger von der Reihenfolge her. Eine gute Frage, ja. Ich sag mal, es ist viel Geld für Planungen da und der Haushalt für dieses Jahr steht. Es muss einfach geschaut werden, wo können wir, sag ich mal, die Gelder, wie können wir die Gelder jetzt anders einsetzen? Wo können wir jetzt, sag ich mal, wo müssen wir ab und zu tun, damit wir diese Dinge umsetzen können? Und ich glaube, das ist einfach nicht, es ist keine Ideallösung, wo ich jetzt sagen kann, so machen wir es und da kriegen wir das Geld her. Es gibt Fördergelder, wir müssen schauen, dass wir die Gelder generiert bekommen. Es ist viel durch Eigenleistung erreichbar. Und sage ich mal, dieses ganze Komplott Finanzen ist ein Thema, wo man natürlich drüber sprechen muss, aber es gibt immer Mittel und Wege, wie man so an sein Ziel kommen kann. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir gleich weiter zu Max mit dieser Frage. Ja, wir sind ja in der guten Position, dass Kirchhain finanziell tatsächlich relativ gut dasteht. Und da muss man sich auch einfach mal, würde ich sagen, bedanken bei den bisherigen Bürgermeistern. Auch Olaf steht hier, aber auch natürlich auch denen davor, die mit der Verwaltung dafür gesorgt haben und natürlich auch mit dem Parlament dafür gesorgt haben, dass wir von der Situation hochverschuldet unter dem Schutzschirm hier hingekommen sind, wo wir vermutlich in ein paar Jahren sogar möglicherweise schuldenfrei sein könnten. Das ist erstmal eine große Leistung, auf der wir natürlich auch jetzt, davon können wir natürlich auch profitieren, dass wir keine Riesenbergen Schulden mehr zurückzahlen müssen. Ich werbe aber natürlich trotzdem dafür, nicht dann nur, weil wir das Geld jetzt zur Verfügung haben, das links und rechts rauszuschmeißen, sondern ich werbe natürlich für Dinge, die Kosten einsparen, um sie dann an anderer Stelle besser zu nutzen.
Meine Hauptthemen sind ja unter anderem die Automatisierung und Digitalisierung der Verwaltung, wo man sicherlich durch effektivere Gestaltung einiges an Kosten einsparen kann. Kirchheim wird sicherlich auch noch ein bisschen weiter wachsen, sowohl im Gewerbebereich als auch natürlich im Wohnbereich. Das heißt, dadurch werden die Einnahmen vermutlich, wenn die Prognose mit dem Bevölkerungszuwachs in Kirchheim so eintrifft, werden die Einnahmen auch leicht weiter ansteigen. Aber das Wichtigste ist vor allem durch Einsparungen auf der anderen Seite, Dinge auf der anderen Seite neu zu finanzieren und möglichst effektiv mit den Geldern umzugehen und dann eben weiterhin auch einen soliden Haushalt präsentieren zu können. Ja, vielen Dank, Max. Ganz kurz, bevor ich zum Olaf weiterleite mit der ganzen Geschichte. Es kann sein, dass der Stream gleich abbricht, weil das Handy nämlich jetzt leer wird langsam. Wir organisieren gerade ein Ladekabel, aber trotzdem will ich jetzt dem Olaf erstmal die Möglichkeit geben, diese Frage zu beantworten. Wie gesagt, zur Not machen wir 5 Minuten Pause, dann im Anschluss, nur falls jetzt der Stream direkt abbrechen sollte, dass ihr eben Bescheid wisst mit der ganzen Geschichte. Okay, Olaf. Also der Punkt ist, dass ja nichts versprochen wird, sondern die Basis ist der Haushalt, der aufgestellt wird und der vom Parlament beschlossen wird. Und jede Basis dort ist letztendlich so gelegt, dass wir es finanzieren können, dass wir keine nette Neuverschuldung haben und dass wir auch nur schrittweise vorgehen. Es ist kein Versprechen, dass wir automatisch alle Bushaltestellen barrierefrei machen können, sondern wir werden jedes Jahr 2 bis 3 umgestalten. Das heißt, es ist ein langfristiger Prozess. Das Gleiche gilt für die Straßensanierung, das Gleiche gilt für den Erhalt der Infrastruktur, ob das die Dorfgemeinschaftshäuser sind, die Feuerwehrhäuser sind, die Schwarz-Weiß-Trennung, die bei der Feuerwehr notwendig ist. Also alles das muss in eine langjährige und langfristige Finanzplanung eingeplant werden und das haben wir in den letzten Jahren getan. Jetzt sind wir noch 3-4 Jahre in der Hessenkasse. Dann haben wir diese Dinge, nämlich die alten Kassenkredite, auch erledigt, die heute noch als Verbindlichkeiten im Haushalt drin stehen. Und dann haben wir da ein bisschen mehr Freiraum. Und dann gilt es dann, politische Schwerpunkte zu setzen, wo wird das Geld am besten eingesetzt und wo sind Pflichtaufgaben, die wir zu erfüllen haben. Und da gehört als allererstes zum Beispiel die Feuerwehr dazu, da gehören die Kitas dazu. Und danach ergibt sich dann noch Freiraum für andere Möglichkeiten, wo man investieren kann. Und ich glaube, das ist dann nachher am Ende des Tages eine Entscheidung des Stadtparlamentes, natürlich oftmals auf Empfehlung des Bürgermeisters. Und von daher sind wir finanziell sicherlich nicht mehr ganz so schlecht da, aber da ist noch durchaus die Luft nach oben, dass der kommunale Finanzausgleich des Landes Hessens uns dort noch besser stellt, um dort mehr Aufgaben wahrnehmen zu können. Was wir aber auch tun, und das ist ganz wichtig, fast alle unsere Maßnahmen werden gefördert. Wir suchen nach Fördertöpfen in ganz, ganz vielen Bereichen. Ob das soziale Stadt ist, ob das lebendige Zentren sind, ob das Zukunft Innenstadt ist, ob das das Gemeinwesen ist. Wir haben ganz, ganz viele Projekte über Förderung angeschoben, weil wir dort letztendlich uns die Möglichkeit schaffen, Dinge umzusetzen, die sonst nicht leistbar wären. Vielen Dank. Ja, da die Sabine jetzt gerade noch ein Ladekabel holt, würde ich auch noch eine Frage stellen, die so ein bisschen von mehr allgemeiner Natur ist. Und zwar, welchen Stellenwert haben denn für unsere Kandidaten, oder sind wir noch live? Ja, welchen Stellenwert haben denn für unsere Kandidaten jeweils diese Verkehrsmittel, Fahrrad, öffentlicher Nahverkehr, Auto und Co.? Und wo würdet ihr da auf jeden Fall ansetzen, was ausbauen, wo würdet ihr eher zurückbauen? Da geben wir doch die Frage als erstes an den Max, der jetzt dran ist von der Reihenfolge her. Müsste das sagen. War ich Holger dran? Nee, du warst, Holger war bei den Finanzen. Ah, stimmt, ja, okay, ich übernehme, sorry. Ja. Also ich meine, das ist ganz klar, jeder, der bei mir mal auf der Webseite war und jeder, der mich kennt, ist ganz klar, dass für mich alle Fortbewegungsmittel, die auch irgendwie die Fitness fördern und die uns gesund halten, an oberster Stelle stehen. Und ich vertrete ganz klar die Meinung, dass wir zum Beispiel innerhalb der Kernstadt oder innerhalb der Ortsteile eigentlich nicht das Auto brauchen müssen, um von A nach B zu kommen. Es mag natürlich Dinge wie Einkaufen geben, wo man das sehr gerne nutzt, aber um Kinder irgendwo hinzubringen, um zur Schule zu fahren, um in die Verwaltung zu fahren, ist aus meiner Sicht für 99% der Menschen das ausreichend, mit dem Rad oder dem zu Fuß zu machen. Dafür muss es natürlich Angebote geben. Wir haben momentan leider die Situation, dass wir innerhalb der Stadt und natürlich auch in den Stadtteilen selber keine Radwege haben.
Und ich bin da schon der Meinung, und das ist auch gestützt von ganz vielen anderen Städten, die diese Erfahrung gemacht haben, dass hier nicht das Angebot der Nachfrage hinterherhängt, sondern erstmal das Angebot geschaffen wird. Und ich höre es aus ganz vielen anderen Kommunen, dass danach, wenn erstmal zum Beispiel Radwege und barrierefreie Fußwege gebaut sind, dass die Nachfrage danach das Angebot um ein weites übersteigt und dass man praktisch danach immer noch nachbessern muss, weil plötzlich einem die Leute die Radwege und Fußwege einrennen. Ja, vielen Dank, Max. Und dann kommen wir gleich zu Olaf. Also auch für dich die Frage, wo siehst du den Stellenwert für Auto, öffentlicher Nahverkehr, Fußgänger und Co.? Relativ schnell und einfach beantwortet. Es ist ein Mix. Letztendlich ist davon abhängig, wo wohne ich, wo will ich hin, wofür brauche ich es. Und unser Ziel muss sein, dass wir sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer, auch für die Straße Mittel zur Verfügung stellen. Weil wir müssen uns nichts vormachen. Jemand aus Himmelsberg, der braucht wahrscheinlich das Auto eher als jemand aus der Kernstadt. Aber auch da, wenn ich vom Vogelsang runter will, bin ich möglicherweise auch aufs Auto angewiesen. Und ich glaube, dass man dort drüber nachdenken muss, wie können wir Mobilitätsangebote schaffen, wie können wir Angebote schaffen, die von allen nutzbar sind. Da kommen wieder die Punkte des Bürgerbusses, da kommen auch Themen wie Nachbarschaftshilfe, wo ich möglicherweise dort bei dem Nachbarn mit zusteigen kann, wenn der einkaufen fährt. Also das sind Dinge, die wir durchaus fördern sollten. Aber ich glaube, wir müssen sowohl in die Straße als auch in die Radwege als auch in die Fußwege entsprechend investieren, damit dort das vernünftige Mix gegeben bleibt. Mhm, vielen Dank und dann gehen wir gleich weiter zu Holger. Ich sehe auch gerade, unser Ladekabel ist hoffentlich da. Prima, dann können wir gleich den Stream weiter fortsetzen. Okay, Holger, geh du nochmal auf. Wie siehst du das mit den Verkehrsmitteln? Für mich haben alle Fortbewegungsmöglichkeiten denselben Stellenwert. Es ist ganz wichtig, dass wir da keinen benachteiligen. Also der Individualverkehr ist für den einen oder anderen genauso wichtig, sage ich mal, wie für jetzt zum Beispiel hier den Max das Fahrrad. Oder für viele andere, als aber auch die Fußgänger. Ziel muss es sein, dass wir alle, egal wie, ob mit Auto, Bus, Bahn oder zu Fuß, dass alle sicher und bequem an ihr Ziel kommen. Das ist das oberste Ziel. Da darf keiner benachteiligt werden. Und es muss, wie gesagt, dafür müssen die Plätze in der Innenstadt vorgehalten werden. Wir brauchen auch Fahrradstellplätze, wir brauchen die Parkplätze für die Autos, aber das Ziel ist tatsächlich eine sichere Anbindung, eine sichere Zielführung, Wegführung für alle Verkehrsteilnehmer. Und da möchte ich jetzt keinen Schwerpunkt auf irgendein Fortbewegungsmittel oder auf irgendwas anderes legen. Okay, dankeschön. Ja, wir hatten auch noch eine Frage oder ein paar Fragen per E-Mail. Die eine ist jetzt ein bisschen länger, die ist von der Doris Kunz, ist ja auch ein Begriff von dem einen oder anderen. Und zwar fragt die Doris, die Frage ging ursprünglich an dich, Olaf, aber ich denke, die können auch andere beantworten. Und zwar, wie planen Sie die zukünftige Warenanlieferung für die Fußgängerzonenbetriebe sicherzustellen? Die auf schnelle Freihauslieferung direkt in ihre Läden in der Fußgängerzone angewiesen sind, mit Lieferdiensten wie DHL, UPS, GLS und so weiter arbeiten müssen, die sich grundsätzlich nicht auf Wünsche und Bedürfnisse der Empfängerbetriebe einstellen, ja, und die keinen Einfluss darauf nehmen können, welche Versandart ihre Lieferanten wählen und so weiter. Ja, da hatten wir, jetzt Max, dann kommst du als nächstes wieder dran. Ich mache das schon mit dem Kabel, keine Sorge. Mach du die Kamera, Uwe. Ich mache den Rest. Ich fahre. Genau, Olaf war dran. Gut. Die Frage beantworte ich doch gerne. Wir haben heute die Möglichkeit, dass die Lieferanten tatsächlich in der Fußgängerzone morgens bis 10 Uhr eigentlich anliefern können. Wir haben auch einen zusätzlichen Timeslot geschaffen zwischen 13 und 14 Uhr. Was wir aber sehen, ist, dass die Paketdienste letztendlich sich daran nicht halten. Wie kann eine Lösung aussehen? Ich glaube, wenn wir eine Fußgängerzone haben wollen, die den Namen Fußgängerzone auch verdient, wo wir eine Aufenthaltsqualität haben wollen und insbesondere im Sommer, wenn die Leute im Kaffee sitzen oder in der Eisdiele sitzen,
da sollten wir schon überlegen, wie steuern wir den Verkehr dort. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir zum Beispiel Ladestationen haben, Abladestationen haben, an der Fußgängerzone, wo dann die entsprechenden Zulieferer anhalten können, ihre Pakete kurz rausbringen können und in den Laden bringen können. Dafür gibt es sicherlich 3, 4, 5 Stellen. Das kann am Anfang der Fußgängerzone sein, das kann am Ende der Fußgängerzone sein, das kann aber auch an den Seitenstraßen sein, bei der Hofackerstraße, bei der Mittelgasse oder bei der Schulstraße. Also wir haben alle Möglichkeiten, dort solche Punkte zu schaffen, wo die Unternehmen hinfahren können und dort entsprechend entladen können. Das wäre mein Wunsch, weil ich glaube durchaus, dass wenn wir eine Fußgängerzone haben und die attraktiver gestalten wollen und auch am Leben erhalten wollen, dass wir solche Dinge auch steuern können. Wie gesagt, wir haben 2 Timeslots, wo das weiterhin auch möglich sein sollte, morgens von 8 bis 10 und mittags von 13 bis 14 Uhr. Ja, vielen Dank, Olaf. Und dann gehen wir auf die Zuliefererproblematik ein. Mit Holger. Ich bin dran. Ja. Zulieferer müssen ihr Ziel erreichen, egal zu welcher Uhrzeit. Ich kann mir nicht vorstellen, sage ich mal, ich will jetzt aber auch kein Urteil darüber erlauben, wie häufig das ist, ob da jetzt, sage ich mal, ein reger Verkehr stattfindet. Ich denke, das wird sich wahrscheinlich bei den Geschäften oder bei der Anzahl von Geschäften, die wir momentan in der Fußgängerzone haben, noch im Rahmen halten. Ich weiß nicht, wie Marburg das regelt, aber ich glaube, da können die Zulieferer auch bis vors Geschäft fahren. Und es ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist ein Punkt für die Geschäfteinhaber, sage ich mal, dass sie einfach und problemlos beliefert werden können. Und ich sage mal, der Zulieferer, die stehen heute teilweise so unter Druck, dass die diese Timeslots, die du eben sagtest, diese von 8 bis 10 und was war das andere, ist egal, dass die teilweise gar nicht einhalten können, weil einfach zu viel Druck dahinter steht bei der Auslieferung. Und ich denke, es wäre jedem geholfen, wenn wir da einfach, sage ich mal, über diese Dinge hinwegsehen und auch, sage ich mal, die Ausladung oder jetzt nicht entgegen den Wünschen und Bedürfnissen von den Geschäfteinhabern in der Fußgängerzone handeln würden, sondern diese Zulieferung weiter ermöglichen würden, zu jeder Zeit. Ja, vielen Dank, Holger. Und auch an dich dieselbe Frage, Max. Also ich glaube, dass diese Slots, die bereits jetzt bestehen, durchaus ein gutes Angebot schaffen, um auch tatsächlich mal länger etwas auszuladen. Und da würde ich sagen, bin ich ein bisschen bei Olaf, dass wir außerhalb der Zeiten sicherlich auch Lösungen schaffen müssen, um die Anlieferung zu ermöglichen. Aber das kann nicht zur Selbstverständlichkeit führen, dass wir nun die Fußgängerzone einfach die ganze Zeit öffnen für den Lieferverkehr, weil das führt logischerweise dazu, dass wir die Attraktivität der Fußgängerzone komplett herabstufen. Ich kann auch ein bisschen einfach nachgucken. Oh, das ist auch eine Idee. Du kannst auch gucken. Wahnsinn, was ich kann, ne? Genau. Aber gib ein bisschen Zeit. Ich fange einfach nochmal vorne an. Ich bin bei den Lieferzeiten da relativ bei Olaf, dass wir ja schon die beiden Timeslots haben für die Anlieferung und dass wir da auch ein Angebot haben, durchaus länger was abzuladen. Aber ich finde, dass eine Tolerierung von Anlieferverkehr den ganzen Tag über, das wäre das absolut falsche Signal für unsere Fußgängerzone, weil das einfach die Attraktivität doch deutlich herabstufen würde. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass wir eben dauerhaft ein Angebot schaffen müssen, dass der Zuliefererverkehr, der eben nicht nur zu den beiden Timeslots kommt, auch eine Möglichkeit hat, die Waren zu hinterlassen
Das hat der Olaf schon angesprochen, dass wir eben entweder an den Zugängen an der Seite oder eben an Anfang und Ende der Fußgängerzone dort Ablagestationen schaffen. Dazu, aus meiner Sicht, bietet sich da gerade eben der Bahnhofsbereich an, wo wir generell, nachdem wir den Bahnhof umgebaut haben, dort eben, das wurde jetzt in diesem ISEC-Verfahren angesprochen, eine Art Mobilitätszentrum auch schaffen können, wo mehrere Angebote ineinander greifen. Da kann auch dann eben Paketstationen für die Bürger selber implementiert werden, aber genauso wie eben auch Anlieferungsstationen für die Geschäfte der Fußgängerzone. Okay, vielen Dank. Ich würde gleich direkt wechseln wollen zum nächsten Themenschwerpunkt, dass wir da also auch noch mit den anderen Punkten durchgehen. Und zwar zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit. Da geht direkt an Holger die erste Frage von der Reihenfolge her. Und zwar, wie würdest du denn Kircheins Anteil zur Energiewende, zur Nachhaltigkeit beurteilen? Ja, wo sind wir da auf einem guten Weg und wo würdest du da noch was ändern? Komme ich auch ein bisschen vor? Ja, genau, machen wir das jetzt so. Genau, also Kirchhain ist schon sicherlich, was die CO2-Bilanz angeht, auf einem richtig guten Weg, das muss ich sagen. Ich bin Befürworter der neuen Energien und ich möchte da auch nichts blockieren. Ich möchte allerdings, dass das Ganze, sag ich mal, auf den Flächen, die wir 2013 mal einstimmig beschlossen haben, auch dort, dass es dort gemacht wird, auf diesen Flächen, auf diesen Vorrangflächen für die einzelnen Energiesysteme. Und ich möchte nicht, dass wir davon abweichen. Und wenn wir davon abweichen, dass wir nicht irgendwelches wertvolles Ackerland zum Beispiel jetzt heranziehen für Photovoltaik, sondern schauen, wo können wir, sage ich mal, was nutzen, welche Flächen können wir nutzen, die vielleicht in den nächsten Jahren nicht für als Acker in Betracht gezogen werden können oder die nicht nutzbar sind. Wichtig ist mir natürlich auch, sage ich mal, das Photovoltaik, dass das zuerst auf die Dächer kommt, auf die Dächer der städtischen Gebäude und natürlich auch, dass wir das seitens der Stadt unterstützen bei Privatpersonen, die das gerne machen möchten, diese Photovoltaik aufs Dach. Aber nochmal, zuallererst Photovoltaik auf die Dächer. Die vorgesehenen Flächen, wo wir uns festgelegt hatten 2013, dass wir die einhalten und das Ganze im Rahmen. Ich meine, wir haben eine sehr gute CO2-Bilanz und wir müssen zwar schauen, dass es weitergeht, aber das Ganze mit Vernunft. Ja, vielen Dank, Holger. Und dann gleich zu Max als nächstes von der Reihenfolge. Wie bewertest du also Kircheins Beitrag zur Energiewende und Nachhaltigkeit? Genau, also von der reinen Produktion an Energie sind wir ja relativ gut aufgestellt, da wir mittlerweile immerhin schon deutlich über 100% unseres eigenen Bedarfs auch tatsächlich durch erneuerbare Energien produzieren. Da lässt sich natürlich noch ein bisschen nachbessern, wie Holger schon sagte, durch Solaranlagen noch vermehrter auf unseren öffentlichen Flächen und öffentlichen Gebäuden. Wo ich aber noch durchaus mehr Potenzial sehe, ist zum Beispiel bei der Wärme für Privathaushalte, aber natürlich auch für die öffentlichen Gebäude. Wir haben jetzt die Situation, dass wir zum Beispiel die Schule, die Schulen und eventuell noch andere Gebäude dort mit einem Nahwärmenetz anbinden. Leider, zu meinem Bedauern, hat es bisher offensichtlich in Stausebach nicht geklappt, dort auch einen ganzen Stadtteil an die Nahwärme mit anzuschließen. Das ist definitiv auch noch ein Punkt, den ich in der Zukunft gerne angehen würde, dort für Lösungen zu sorgen und da die Parteien aufeinander zuzubringen. Denn die technische Machbarkeit war jetzt zum Beispiel in Bezug auf Stausebach mit Nahwärme durchaus drin. Ich glaube, es ist im Endeffekt eher an der Bereitschaft von dem Energieversorger gescheitert und da ist man offensichtlich nicht zusammengekommen und vielleicht wäre durch bessere Vermittlung da irgendwas besser gelaufen. Wie gesagt, die Stromproduktion selber ist natürlich nur noch in geringem Maße zu verbessern. Im Gegenzug natürlich unsere Gebäude effektiver gestalten, ist ein weiterer Punkt, dass wir nicht so viel Energie verbrauchen, heißt eben Dämmung, gerade auch bei den bestehenden Altbauten, da haben wir durchaus noch viel Potenzial. Ja, vielen Dank und dann geht es direkt weiter zu Olaf. Okay, das ist eine spannende Frage. Ja, wir produzieren im Strom durchaus mehr im Augenblick, als wir tatsächlich auch verbrauchen. Aber wir müssen bedenken, dass die Nachfrage nach Strom wächst. Von daher
haben wir in 2013 für die Windkraftanlagen das Vorranggebiet zwischen Emsdorf, Langstein, Burgholz definiert. Dort kommen neue Windanlagen dazu, sodass wir dort den Strombedarf weiter abdecken. Wir werden aber auch weiterhin Strom brauchen und bei dem Thema Strom sind wir nun mal eine Solidargemeinschaft, nicht nur in Kirchen, sondern eine Solidargemeinschaft im Landkreis, im Land Hessen und in Deutschland. Und von daher schon zu gucken, wo können wir andere Dinge mit anbieten. Dafür gibt es hier Vorrangflächen für das Thema Solar. Denke aber auch, dass man auch schauen muss, wenn es private Initiativen geben sollte, wie auch auf anderen Flächen Solarfelder angeboten werden können. Wichtig ist dabei, und ich glaube, das ist ein Punkt, den wir tatsächlich verbessern können, dass wir die Bürger daran beteiligen können. Da gibt es Energiegenossenschaften, zum Beispiel die EGMB im Landkreis, wo man möglicherweise beitreten könnte, um dann die Bürger an solchen Energien teilhaben zu lassen. Das Thema Bioenergie, Stausbach, da sind wir auch weiter dran. Das unterstützen wir auch gerne, unterstütze ich auch gerne. Bin auch dort im Gespräch mit der Bioenergie in Stausbach und auch mit dem derzeitigen potenziellen Partner. Die Gespräche laufen noch, von daher sind wir dort durchaus mit eingebunden. Bioenergie heißt aber auch, dass wir darüber nachdenken sollten, ob wir über Nahwärmenetze auch in der Kernstadt selbst nachdenken. Weil wenn ich an das Viertel denke im Bereich Vogelsang, Eichhänzchen, dort sind die Heizungsanlagen deutlich 30, 40 Jahre alt. Dort steht ein Mantel an und auch dort wäre zu überlegen, wenn wir dort kein Gasnetz haben, was wir dort tun können. Also von daher ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Für Neubaugebiete, ganz klar, sollten wir darüber nachdenken, was kann dort an Maßnahmen auch im Bebauungsplan vorgegeben werden. Da wäre tatsächlich PV-Anlagen auf dem Dach. Das Thema Schottergärten verbieten, um das Thema Nachhaltigkeit auch ein bisschen breiter zu fassen. Also da gibt es sicherlich einige wichtige Punkte, die man dort angehen kann, die man diskutieren kann, die man im Parlament diskutieren kann, um dort ein gutes Energiemix zu bringen und neben dem Strom halt auch eine gute Wärmeversorgung sicherzustellen. Ja, vielen Dank. Sabine, haben wir noch Fragen aus der Community? Ja, wir haben noch Fragen bezüglich der Kinder hier in Kirchheim. Eine Frage, die jetzt sehr allgemein gehalten ist, ist, welchen Stellenwert haben Kinder für Sie? Ergänzend dazu, Stellenwert ist natürlich hoch, denke ich, das ist eine rhetorische Frage, aber ergänzend dazu fragt beispielsweise der Jürgen, ich versuche das mal als Frage zu formulieren, dass die Schuleinzugsgebiete sind ja geändert worden in der Vergangenheit. Das heißt, dass die Kinder der Kernstadt eine Nachbetreuung bis 17 Uhr haben, während die Kinder aus Stausebach, Sindersfeld, Anzefahren, Niederwald und Himmelsberg keine Nachbetreuung bis 17 Uhr haben. Die Frage dazu ist, gibt es da Pläne, das zu ändern, damit die Kinder ja, gleichberechtigt behandelt werden? Ja, also ich fasse das nochmal zusammen. Welchen Stellenwert, wie wichtig ist euch, sind euch Kinder in Kirchheim? Und wie gesagt, welche Pläne gibt es da weiterreichend? Da waren wir jetzt von der Reihenfolge, jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. Ich glaube, Max Olaf, war als erstes, oder? Olaf? Ja. Ja. Obwohl, du hast jetzt doch die letzte beantwortet. Ich habe die letzte beantwortet. Genau, nee, dann ist Max da. Echt? Ich glaube nicht, aber ist egal. Egal, das war die Wurst. Also überraschenderweise ist der Stellenwert von Kindern bei mir auch sehr groß. Aber was ich sehe, ist, dass die Situation in den Familien sich natürlich geändert hat in den letzten 10, 20 Jahren. Es ist eben zum Glück nicht mehr so, dass die Frau tagsüber zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmern kann, sondern dass es eben mittlerweile ganz unterschiedliche Modelle gibt, wie solche Familien oder eben auch Alleinerziehende dort mit ihren Kindern umgehen. Und auf diese veränderte Welt müssen wir natürlich auch mit unserem Betreuungsangebot für Kinder eingehen und uns daran anpassen. Das ist für mich ganz klar. Deswegen sollte auch für alle Kinder, ich spreche jetzt da insbesondere natürlich für die Kita- und Kindergartenbetreuung, auch eine Möglichkeit geboten werden, eben bis in den, ich sag mal, frühen Abend definitiv betreut zu werden, erstens kann sich nicht jede Familie leisten, einen Elternteil zu Hause zu lassen und zweitens wollen eben manche auch einfach arbeiten und das ist ihr gutes Recht. Dieses Angebot müssen wir schaffen. Auf die spezielle Situation in den Schulen, in den Stadtteilen möchte ich gar nicht eingehen, weil ich das nicht kann. Ich kenne die genaue Situation dort nicht und würde dann gerne an den Olaf weitergeben. Ja, das machen wir dann auch gleich.
passt ja von der Reihenfolge her. Also, ja, bitte. Ich versuche da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Tatsächlich gibt es den Pakt für den Nachmittag, für die Grundschulen. Das ist die Frage, die dort auch gestellt worden ist. Und wir haben vor 2 Jahren die Betreuung nachmittags von 15 bis 17 Uhr einstellen müssen, haben aber jetzt wieder gemeinsam mit der Grundschule in Kirchhain eine Nachmittagsbetreuung bis 17 Uhr sichergestellt. Das, was hier gefragt worden ist, auch für die Stadtteile, wird eine Verpflichtung geben, die von Seiten des Landkreises zu erfüllen sein wird bis 2026. Das heißt, dort wird in Kooperation zwischen Landkreis und den Schulen dort was zu entwickeln sein. Wir als Stadt versuchen das zu unterstützen, wie wir es jetzt in der Kernstadt auch gemacht haben. Stellenwert für Kinder, hurra, ich komme aus einer kinderreichen Familie. Ich hatte 8 Geschwister und von daher weiß ich, was es heißt, Kinder zu Hause zu haben, Kinder zu Hause zu sein. Also wir hatten generationenübergreifendes Leben und von daher ist das mit Sicherheit ein Thema, was bei uns ganz groß geschrieben wird. Wir haben in den letzten 6 Jahren über 70 neue Kindergartenplätze geschaffen in Kirchhain, um genau diese Angebote, die der Max angesprochen hat, zu generieren, um sie zu bringen. Wir haben die Krabbelstube an der Alsfelder Straße wieder eröffnet. Wir haben zusätzliche Bauten geschaffen in der Röte, im Brand. Wir planen jetzt die Kita am Hallenbad. Wir planen das Angebot Naturkita. Also wir tun hier tatsächlich das Angebot wesentlich verbessern, um genau diese Angebote, die gebraucht werden, nämlich bis 17 Uhr eine Betreuung zu gewährleisten, zu erhöhen. Das macht inzwischen einen großen Anteil unserer Personalkosten auch aus, aber das sind Gelder, die wir gerne investieren. Und der wichtige Punkt ist, dass wir nicht nur in die Menge investieren, sondern auch in die Gebäude investiert haben, um Qualität zu verbessern. Und das muss auch der nächste Schritt sein, die Qualität für die Kinderbetreuung zu erhöhen, durch bessere Angebote, durch, wie gesagt, die neue Kita am Hallenbad. Also da gibt es ganz viele Dinge, die wir anbieten können und die wir auch getan haben. Und ich denke, da ist Kirchhain im Landkreis ganz weit vorne. Ja, gehen wir gleich weiter zum Holger. Genau. Ich komme da ein bisschen näher, ja. Also die Kinder haben einen Riesenstellenwert, die Kinder sind unsere Zukunft. Und ich denke, dass die Frage zielte ja mehr so darauf ab, dass wir praktisch Unterschiede haben zwischen der Kernstadt und den Stadtteilen. Und da gilt es natürlich, sage ich mal, das Ganze anzugleichen in den Stadtteilen. Das ist, sage ich mal, gleiches Recht für alle. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir auch in der Kita, zum Beispiel, wenn das jetzt, sage ich mal, von seitens der Stadt oder vom Landkreis in der nächsten Zeit nicht direkt umsetzbar ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, so Modelle wie Arbeitsgruppen, Projektgruppen am Nachmittag. Ich hatte mal so ein Beispiel, wo ich war mal eine Zeit lang Vorsitzender vom Verein Kinder im Dorf und da haben wir auch so eine Art Ganztagsbetreuung damals ins Leben rufen wollen und haben zusammen mit Jukuts und mit Kirche und mit Vereinen da Angebote geschaffen, die wirklich dann, sag ich mal, in die Schulen oder in dem Fall dann auch in die Kitas reingehen und diese Nachmittagsbetreuung dann in Form von AGs, wo für jeden was dabei ist, übernehmen. Das ist ein Modell. Wie gesagt, Kinder sind die Zukunft und ich denke, gleiches Recht für alle. Und da müssen wir schauen, dass wir die Angebote erweitern. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, Kitas gehören für mich in die Stadt, da wo die Menschen sind und gehören nicht an Stadtrand. Das ist für mich auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt. Nach dem Motto, kurze Beine, kurze Wege. Okay. Ja, die nächste Frage kommt erstmal wieder von mir oder hast du noch was zu dem Thema Familie, Soziales? Doch, zur Familie habe ich in der Tat noch was. Da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen und ein bisschen zusammenfassen, was so gepostet worden ist. Es ist angesprochen worden, dass es einiges an Leerständen gibt in Kirchhain. Und da in diesem Zuge wird gefragt, ob man da nicht irgendetwas organisieren könnte, Zusammentreffen, Jung und Alt, Vorträge, Zusammenkünfte, Get-togethers, wie man das ja im schönen Neuenglisch sagt. Wie sehen da eure Pläne aus? Okay, und da darf Olaf als erstes antworten, von der Reihenfolge her. Ja, mach ich doch gerne. Da gibt es schon ganz viel. Und als wir den Fachbereich Familie und Soziales in 2017 ins Leben gerufen haben, war das genau ein Grund, dass wir Kinder und Jugendliche
nicht verwalten wollen, sondern Gestaltungsmöglichkeiten schaffen wollen. Und zwar nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Familien und für Senioren. Deswegen haben wir dort den Bereich Gemeinwesen mit eingeführt. Wir haben das Thema einer Seniorenbeauftragten, die das Ganze begleitet. Wir haben aber ganz viele Angebote geschaffen, ob das der Kunstkoffer ist, der im Anna Park stattfindet, ob das das Klappstuhltreffen ist für die Senioren. Wir haben das Café Fantastico, wir haben die Gute Stube. Also wir haben ganz viele ehrenamtliches Engagement entwickelt und wir haben Dinge wie die Handysprechstunden. Wir haben vorhin über Digitalisierung gesprochen. Dort zeigen Jugendliche den Senioren, wie ein Handy funktioniert. Die Jugendliche richten den Senioren das Tablet ein. Das sind genau die Dinge, wo wir Leute, Menschen zusammenbringen. Und ich glaube, da haben wir in den letzten 5 Jahren ganz, ganz viel getan. Wollen das auch weiter tun. Wir haben die Seniorenpost, die jetzt gerade in Corona-Zeiten ganz viel nachgefragt worden ist, wo wir eine Auflage von 200 hatten. Tatsächlich 200 Senioren, die jeden Monat von uns die Seniorenpost geholt haben, nachgefragt haben. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wir stärken müssen. Das Ehrenamt stärken und das unter Begleitung unseres Fachbereiches Familie und Soziales, der dort einen ganz hervorragenden Job macht. Dankeschön. Und dann gehen wir gleich weiter wieder zu Holger mit dieser Frage. Die Frage, wenn ich das jetzt richtig, das ging doch mehr um die Leerstände, oder? Nee, es ist tatsächlich, dass Leerstände sind und ob die nicht genutzt werden können für gemeinsame Projekte. Okay. Da muss ich mich bei Olaf auch in vielen Dingen anschließen. Es ist schon viel passiert in der Richtung. Allerdings sage ich mal, wenn ich jetzt diese Leerstände, natürlich gehört da auch eine Absprache, eine Diskussion mit den jeweiligen Besitzern mit dazu. Es wäre schön, wenn wir da diese Räumlichkeiten nutzen können für zum Beispiel, ich sage mal jetzt, für Vereinstätigkeiten, für Vereinsarbeit, für Tätigkeiten vom sozialen Netzwerk in Kirchhain, dass sie das nutzen können, diese Räumlichkeiten, für Vorlesestunde, für Repair-Café, was wir ja auch schon haben hier und da. Natürlich aber auch für Treffpunkte für unsere Jugend. Zum Beispiel auch, sage ich mal jetzt, ich könnte mir vorstellen, ein Dart-Club oder sowas, ein Dart-Home oder sowas in der Innenstadt. Weil das bringt alles wieder Belebung in die Stadt rein und sorgt dafür, dass der eine von dem anderen noch profitiert. Also Seniorentreffs, Jugendtreffs, vielleicht auf verschiedenen AGs, vielleicht auch Pop-Up-Stores, sage ich mal, mit reinbringen, wo sich die Stadt mit einbringt und die Räumlichkeiten auch Vereinen zur Verfügung stellen. Das ist so mein Ziel oder das wären so die Gedanken, die ich bei den Leerständen oder jetzt da für die Zukunft, sage ich mal, was ich mir gut vorstellen könnte. Dankeschön. Ja, Max, bitte. Ich muss auch sagen, dass ich die Frage nicht hundertprozentig verstanden habe, ja. Weil die Leerstände und die Angebote kann ich nicht so ganz verknüpfen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein Fan davon bin, wenn Angebote geschaffen werden, dass die Leute nicht nach innen rein gekarrt werden, sondern wenn möglich auch tatsächlich außen sichtbar am öffentlichen Leben teilnehmen. Das trifft natürlich nicht auf alle Dinge zu. Im Winter lässt sich nicht alles draußen machen. Ich glaube auch nicht, dass wir momentan ein Problem haben, dass wir zu wenige Flächen verfügbar haben, um solche Angebote zu schaffen. Deswegen ist bei mir die Verknüpfung mit den Leerständen jetzt nicht direkt angekommen. Ich würde die Leerstände versuchen, anders zu füllen, tatsächlich durch gewerbliche Einheiten dort reinkommen, dass wir eventuell eben dort auch moderne Lösungen von Homeoffice, aber nicht zu Hause anbieten, also Shared Office Lösungen. Im zweiten, dritten Stock dann natürlich auch Wohnraum schaffen, der wieder attraktiver ist in der Stadt. Und um nochmal zurückzukommen auf die Freizeitangebote und Orte, an denen man zusammenkommt, bin ich eben ein großer Fan davon, diese Dinge sichtbar zu machen, dass auch jeder dann eben am Abend nochmal gerne rausgeht und sich und vielleicht anderen eben dort auf der Straße oder in den Parks trifft und nicht drinnen für sich allein in der kleinen Gruppe nur zusammen ist. Gut, vielen Dank. Eine Sache hätte ich jetzt noch zu dem Thema Soziales, und zwar die Corona-Krise hat ja auch so ein bisschen zu dem Rückgang geführt in Sachen Ehrenamt und Co. Wie möchtet ihr euch als Bürgermeister dafür stark machen, dass sich also wieder mehr Menschen im Ehrenamt
einsetzen? Wie möchtet ihr dort als Stadt Anreize schaffen oder ähnliches? Da gehen wir direkt zum Holger, der diesmal die Frage als erstes beantworten darf. Ja, Corona und Co. hat sicherlich den einen oder anderen Verein, das eine oder andere Ehrenamt stark in Mitleidenschaft gezogen und stark geschädigt, sage ich jetzt mal. Trotz allem bin ich immer noch der Meinung, dass wir in unserer Stadt und in den Stadtteilen ein reges Vereinsleben haben. Und es gibt sicherlich den einen oder anderen Verein, der mehr gelitten hat jetzt in Zeiten von Corona und auch immer noch leidet. Aber ich sage mal so, ich glaube, es ist gut aufzufangen, weil die Menschen sind aktiv am Vereinsleben mit dabei, die brennen drauf, da wieder aktiv zu werden und die scheuen momentan einfach noch so die Umstände, die wir momentan vorgegeben bekommen, sage ich mal, von oben durch diese Pandemie-Endemie-Lage. Und ich denke einfach, dass ich da einfach zukünftig wieder mehr von ganz alleine tun wird. Die Leute wollen wieder was machen, die wollen wieder aktiv werden, die wollen sich wieder betätigen. Bei Vereinen, die besonders finanziell gelitten haben, gilt es natürlich jetzt auch, sage ich mal, seitens der Stadt zu unterstützen und generell das Ehrenamt zu unterstützen. Und ich kann mir das vorstellen, zum Beispiel auch mit dem Aufruf, mit Marketing über die Homepage und. Also da gibt es sicherlich einige Vorschläge, dass das Ganze wieder interessant wird. Aber ich sehe das Ganze jetzt gar nicht so kritisch, sage ich mal. Also tatsächlich ist es so, dass ich das von alleine wieder, dass die von alleine wieder gut auf die Füße kommen. Und diejenigen, die vielleicht so einen kleinen Anstoß brauchen, die sollte man auch nach Tat und Not und Tat unterstützen. Dankeschön. Max, auch für dich die Frage. Also ich glaube auch, dass wir jetzt in der Corona-Zeit nicht explizit einen starken Rückgang an Ehrenamtlichen hatten, sondern dass einfach ganz natürlich die Vereine sehr gelitten haben unter der Situation, weil eben die Leute eben nicht mehr zusammenkommen konnten, um Sport zu machen, um miteinander Skat zu spielen oder sonstige Dinge zu machen. Ich hoffe natürlich innigst, dass das dann, wenn die Pandemie hoffentlich bald zu Ende ist, auch wieder zurückkehrt. Und zumindest die meisten von denen, die vorher in den Vereinen organisiert sind, auch dann weiterhin dabei sind. Und das Engagement im Ehrenamt steht und fällt natürlich auch einfach mit der Zahl der Menschen, die dann begeistert in einem Verein auch aktiv sind. Weil Menschen kommen ja nicht nur von außerhalb in die Vereine, um ehrenamtlich tätig zu sein, sondern sind offensichtlich für das Feld, in dem sie dann sind, auch begeistert. Und um das zu stärken, ist für mich ganz wichtig, eben niederschwellige Angebote zu schaffen. Zum Beispiel, wenn ich es jetzt auf Sportvereine beziehe, sind aus meiner Sicht öffentliche Sportangebote, wie wir sie zum Beispiel in der Kernstadt mit dem Ballsportkäfig am Bahnhofsplatz, am Bahnhof bereits haben, ein super Angebot, um junge Menschen eben erstmal für diese Dinge zu begeistern und eben dann, wenn eine gewisse Leidenschaft da ist, dann eben auch den Übertritt in den Verein deutlich leichter zu machen, als ganz kalt einfach mal in einen Verein zu gehen, mit dem ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Gleiches gilt natürlich auch bei allen anderen Formen des Ehrenamts, also auch im politischen Bereich, im kulturellen Bereich und in allen anderen in Feuerwehren. Wir müssen die Angebote für junge Menschen eben so niederschwellig wie möglich machen, das sichtbar machen, um die Leute dann eben dafür zu begeistern. Dankeschön. Ja, Ehrenamt, Olaf, wie bewertest du die Situation und was kann man da in Zukunft noch tun? Also wir haben ja in dem Bereich Ehrenamt schon ganz viel getan und werden das auch weiterhin tun. Wir haben die Vereinsförderung neu aufgestellt, sowohl für die Investition als auch für die Mitgliederarbeit. Wir haben in der Corona-Zeit den Vereinen die Möglichkeit gegeben, unsere Bürgerhäuser für ihre Jahreshauptversammlung entsprechend ohne Kosten zu nutzen. Also wir haben dort durchaus auch geholfen, um die finanzielle Situation zu meistern. Vom Landkreis gibt es das Zukunftspaket Corona, wo auch die Vereine gefördert werden. Dort steht Kirchhain einen Betrag von, ich glaube, 17.000 Euro zur Verfügung, den wir auf die Vereine verteilen werden, die sich jetzt gemeldet haben. Das war eine große Anzahl. Da werden wir einen Schlüssel finden müssen, wie wir das gerecht aufteilen. Was tun wir im Ehrenamt? Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich glaube trotzdem, dass Vereine aufgrund der Corona-Pandemie gelitten haben. Und was wir machen wollen, ist, dass wir diese niederschwelligen Angebote, die da Max gerade genannt hat, durchaus auch nutzen. Wir werden als Stadt Kirchhain einen Tag der Vereine haben, unten auf dem TSV-Sportplatz, wo sich die Vereine präsentieren können. Und zwar nicht nur die Sportvereine, sondern auch alle anderen.
Wir haben das Thema Bewegung im Park, wo sich Vereine präsentieren können, schon seit vielen Jahren. Ein Highlight inzwischen, wo 500, 600 Leute auch hinkommen in unseren Anna-Park, wo genau diese Dinge angeboten werden. Wir haben die Sportbox in Schönbach als auch in Kirchern am Sandfang aufgestellt, die auch von Vereinen genutzt werden können. Also von daher gibt es dort schon viele, viele Angebote. Wir haben die Ehrenamtslotsen, die wir auch ausbilden. Wir haben die Sportcoaches, die dort entsprechend unterstützen. Das heißt, es ist ein sehr breit gefächertes Unterstützungsprogramm, was an vielen, vielen Stellen läuft. Und die Vereine sowohl in dem kulturellen Bereich, in dem Bereich des Sozialen, auch da gibt es ganz, ganz viele Vereine, die gute Aufgaben erledigen und ganz viel für unsere Stadt tun. Aber auch die Sportvereine, dass wir die entsprechend stärken. Und da sind wir auf einem guten Weg und werden das auch weiter erfolgreich tun. Ja, danke schön. So, das müsste, wenn ich das jetzt mitgezählt habe, haben wir jetzt alle drei zu dem Thema befragt gehabt, oder? Gut, okay. Ich hatte nämlich auch gerade noch mal auf mein Zettelchen geguckt, wo wir gerade bei dem Thema sind. Ja, Vereine heißt ja auch letzten Endes miteinander Dinge tun. Jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite die Kernstadt, auf der anderen Seite haben wir auch unsere Ortsteile. Viele sitzen meistens auch so ein bisschen in ihrer kleinen eigenen Gemeinschaft, in ihrer Bubble, würde ich mal sagen. Und da schließt sich dann eigentlich gleich so die nächste Frage an. Wie würdet ihr denn Kernstadt und Stadtteile zusammenführen als Gemeinschaft? Da waren wir beim Max, glaube ich, als nächstes, oder? Als erstes, ja. Ja. Also ich würde erstmal immer sagen, also es lässt sich immer relativ leicht eine Spaltung heraufbeschwören, indem man es nur oft genug sagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Stadtteile und die Kernstadt gespalten sind. Natürlich hat immer jeder das Gefühl, dass man am wenigsten vom Kuchen abbekommt, das ist logisch. Aber ich sehe das nicht so und ich sehe es auch tatsächlich so, dass die Stadtteile nicht genauso behandelt werden müssen wie die Kernstadt. Denn ein kleiner Stadtteil, ein Dorf, ist von sich selber ganz anders als eine relativ große Stadt. Das heißt aber auch ganz klar, dass alle die gleichen Chancen haben müssen. Und ich finde, es muss noch viel mehr dahin gehen, dass auch die Stadtteile untereinander besser miteinander kommunizieren. Wir haben heutzutage aus meiner Sicht oft die Situation, dass Stadtteile sich zum einen benachteiligt fühlen von der Kernstadt und von, ich sag mal, Kernstädtern, die alles für sie entscheiden. Aber zum anderen natürlich auch immer links und rechts gucken und sagen, oh, der Stadtteil bekommt mehr und die bekommen das, warum bekommen wir das nicht? Ich finde, es sollte dahin führen, dass die Stadtteile untereinander sich zusammenschließen und dann dadurch auch ein größeres Gewicht finden. Es gibt ja momentan schon die Ortsvorsteher-Dienstbesprechung und ich wünsche mir da ein analoges Format, wo auch tatsächlich dann die Ortsbeiräte oder die Ortsvorsteher der einzelnen Stadtteile zusammenkommen, aber untereinander und nicht von der Stadt geleitet, sodass man eben gemeinsam Stärke zeigen kann, auch gegen eine, ich will es mal in Anführungszeichen sagen, starke Verwaltung aus der Kernstadt. Dankeschön. Olaf, wie würdest du Kernstadt und Stadtteile oder besser gesagt die Menschen zusammenbringen oder siehst du da kein so großes Problem? Ich glaube, wir haben da kein Problem und ich glaube auch, dass wir bewiesen haben und ich bewiesen habe in den letzten 6 Jahren, dass wir das Thema Stadtteil sehr, sehr ernst nehmen. Ich will einfach nochmal erinnern, was wir dort geschaffen haben. Wir haben in 6 bzw. 7 Stadtteilen Baugebiete geschaffen in den letzten 6-7 Jahren. Wir haben die Infrastruktur erhalten, wenn ich an den Neubau in Kusselam denke, bei der Feuerwehr, wenn ich an den Dorftreff in Sindersfeld, /Feuerwehr denke, wenn ich an das Dorfgemeinschaftshaus im Langenstein denke, wenn ich an die Ausstattung des Dorfgemeinschaftshauses Feuerwehr in Stausebach denke, wenn ich daran denke, wie viel wir in die Feuerwehren investiert haben als unsere Pflichtaufgabe, ob das Schönbach, Emsdorf oder Burgholz ist. Also wir haben dort ganz, ganz viel getan. Wir haben das multifunktionale Haus in Betzelsdorf angepackt. Also es gibt ganz viele Punkte, wo wir in die Stadthalle gegangen sind, um genau dort dieses soziale Leben auch zu unterstützen. Und wie bringen wir die Leute zusammen? Das, was der Max angesprochen hat, passiert doch jeden Tag. Also die Ortsvorsteher reden doch miteinander, die rufen sich doch an, die sprechen sich doch auch ab. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es ein Thema gibt, dass dort die Stadtverwaltung in der Kirchern sitzt, sondern das ist die Stadtverwaltung der Kirchener Bürgerinnen und Bürger aus allen 13 Stadtteilen, wenn ich die Kernstadt als Stadtteil zähle,
Und dort arbeiten die unterschiedlichen Leute aus dem Umfeld, aus der Kernstadt, aus den Stadtteilen. Von daher gibt es dort überhaupt kein Thema des Auseinanderdividierens. Und wenn man unsere Haushalte sich über die letzten Jahre anguckt, dann haben wir insbesondere in die Stadtteile investiert. Natürlich gibt es auch Investitionen, die allgemeingültig sind. Da nenne ich jetzt mal den Bahnhof. Da haben alle einen Nutzen von. Und von daher ist es durchaus sinnvoll, dass wir solche Investitionen tätigen. Deswegen auch jetzt jedes Jahr die 200.000 Euro in die Hand nehmen, um bis 2023 den Bahnhof barrierefrei zu haben. Also von daher glaube ich, ist das Thema, dass die Stadtteile benachteiligt werden, aus meiner Sicht überhaupt nicht gegeben. Im Gegenteil, wir haben dort viel getan und es wird auch weiterhin dort viel passieren. Okay. Holger, darfst du wieder nach vorne kommen? Ja. Ja, wie siehst du das Thema? Das Thema Stadtteile ist das, was, sag ich ja mal, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe. Ich sehe das komplett anders als meine beiden Mitbewerber. Ich sehe es tatsächlich so, dass in den Stadtteilen in den letzten Jahren wenig bis kaum was, bis gar nichts passiert ist. Die Sachen, sage ich jetzt mal, die der Olaf eben genannt hat, wie Bürgerhäuser oder Feuerwehren oder solche Dinge, das ist einfach ein Must-Have, das ist eine Selbstverständlichkeit, das muss da sein. Jeder Stadtteil braucht eine Feuerwehr, ein Dorfgemeinschaftshaus in meinen Augen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Was die Stadtteile aber auch brauchen, das ist tatsächlich Wohngebiete. Die Menschen wollen in den Stadtteilen wohnen. Sie wollen nicht gesagt bekommen, wenn sie jetzt bauen wollen, dass du bist jetzt noch nicht dran, du kommst erst in den nächsten 3 Jahren dran oder sowas, und dann wird sich derjenige, der da jetzt bauen möchte, sag ich mal, das vielleicht anders überlegen. Der sagt dann, nö, dann baue ich woanders. Und wenn er dann vielleicht hier weggeht, dann geht er nach Schallendorf oder nach Marburg oder was weiß ich wohin. Gewerbe ist auch so ein Thema. Gewerbe in den Stadtteilen. Warum nicht auch auf die Stadtteile ordentlich Gewerbe ansiedeln? Warum nicht auch in den Stadtteilen eine ordentliche Nahversorgung? Wir haben viele Stadtteile, wo es das gar nicht gibt. Wir haben Stadtteile, wo sich die Menschen, sag ich mal, im Alter wirklich Gedanken machen müssen, kann ich überhaupt meine Grundversorgung hier noch decken? Also ich denke, ganz tatsächlich gleiches Recht für alle. Und wenn ich mich so mit den Bürgerinnen und Bürgern unterhalte, ist es immer so, ja, es wandert ja eh alles nach Kirchhain, wir sind ja noch gar nicht dran und so. Also es wird wahrgenommen in den Stadtteilen, dass die, sage ich mal, in vielen Dingen zu kurz kommen. Und man muss auch daher gehen, muss die Ortsbeiräte stärken, man muss die Verfügungsmittel überprüfen, auf den Prüfstand stellen, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, dass die Ortsbeiräte, dass der Ort selber schneller handeln kann und Dinge umsetzen kann. Also ich glaube, da gibt es ganz viel zu tun. Auch die Straßen. Also das sind aber jetzt, das ist ein Hauptthema von meinen Zielen, in meinem Wahlprogramm. Und das jetzt alles zu erläutern, wäre jetzt zu viel. Wie gesagt, ist mir ein ganz großes Anliegen, dass da eine Gleichberechtigung zwischen Kernstadt und Stadtteilen hergestellt wird. Ja, vielen Dank für diese Antwort. Du hast quasi schon damit das nächste Thema, oder besser gesagt das letzte Thema, wir neigen uns nämlich auch dem Ende zu, eingeläutet. Es geht nämlich jetzt um den Themenschwerpunkt Stadt- und Gewerbeentwicklung, und da haben wir auch gleich eine Frage aus der Community zu gehabt. Genau, die Rosemarie Herrmann sah, immer mehr Geschäfte in Kirchhain schließen ihre Pforten. Wie wollt ihr dem entgegenwirken? Ja, Olaf, du warst, glaube ich, da als erstes dran. Ja. Ich hole mal ein bisschen aus, weil ich da an der Stelle auch darauf reagieren möchte, ob wir tatsächlich Gewerbe auf den Stadtteilen anbieten wollen. Dafür gibt es einen Regionalplan, und der sagt eindeutig, dass das Gewerbegebiet in Kirchhain ist. Und wir versuchen ja durchaus den Unternehmen, das nenne ich speziell mal Groß-Seelheim, dort auch eine Lösung zu erarbeiten. Man soll auch vorsichtig sein aus meiner Sicht, ob man wirklich Gewerbegebiete in kleinen Stadtteilen haben möchte. Dafür haben wir ein Gewerbegebiet in Kirchhain. Und wir sind ja eine Stadt, Kernstadt plus 12 Stadtteile, sodass alle davon einen Nutzen haben. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, die Geschäfte schließen, aber es machen auch neue auf. Da ist ein Wandel da. Das liegt auch ein bisschen daran, dass das Einkaufs- und Konsumverhalten sich verändert hat. Und wir als Stadt Kirchhain versuchen zu unterstützen, da wo wir können. Wir waren Treiber bei der Öffnung des Weltladens. Wir versuchen, Fördermittel zu akquirieren, zum Beispiel auch über das Thema Zukunftspaket Corona, was vom Landkreis aufgelegt worden ist, haben wir
die entsprechenden Geschäfte motiviert, sich zu bewerben. 4 Geschäfte werden dort eine Unterstützung erhalten. Auch hier haben wir den Mittler gespielt. Wir haben Zukunft Innenstadt 100.000 Euro an Förderung hereingeholt, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Da geht es uns um Thema wie Sichtbarkeit machen. Da geht es darum, wo trifft man sich, zum Beispiel den Platz vor dem Hexenturm entsprechend zu gestalten, dass man dort halt rausgeht, anstatt in den eigenen 4 Wänden zu sein. Wir nehmen teil an dem Förderprogramm Lebendige Zentren, die uns die Chance gibt, unsere Innenstadt zukunftsfest zu machen. Und ich bin als Bürgermeister jeden Tag in irgendwelchen Gesprächen, sei es mit dem Verkehrsverein, mit einzelnen Hausbesitzern, um dort Leerstände zu beenden. Das sind manchmal sehr langfristige und langwierige Gespräche, aber ich glaube, da geht es ganz viel darum, dass man den Dialog sucht, Hilfestellung bietet, Hilfestellung leistet. Ob das bei den Bauanträgen ist, ob das bei den Bauleitverfahren ist. Also da muss man sicherlich mal schauen, wie man unterstützen kann. Aber da ist es einfach sehr individuell in den Einzelgesprächen vor Ort. Das Letzte, was wir jetzt als Unterstützung getan haben, um ein Beispiel zu nennen, ist tatsächlich für die Außengastronomie und für die Außenflächen, dass wir in Zeiten von Corona dafür keine zusätzlichen Beträge, Gebühren abverlangt haben und das auch in 2022 nicht machen werden. Also hier auch so eine kleine Förderung an der Stelle, damit die Cafés und die Eisdielen dort auch entlastet werden. Ja, vielen Dank, Holger. Du bist als nächstes dran. Wie bewertest du die Situation beim Einzelhandel und bei den Gewerben? Vor allem in der Innenstadt, würdest du da was ändern? Oder ist das eine Situation, mit der wir uns abfinden müssen? Nein, auf keinen Fall. Also die Situation, es gilt erstmal die wenigen Geschäfte, in Anführungsstrichen, die wir haben, jetzt zu erhalten und zu stärken. Das sollte erstmal jetzt ein ganz wichtiger, ein wichtiges Ziel sein. Wie stärke ich diese Geschäfte, indem ich jetzt die Innenstadt attraktiv mache? In der Innenstadt mache ich attraktiv mit einer guten Angebotsvielfalt, mit einem gastronomischen Angebot, mit Geschäften, die es vielleicht, sage ich jetzt mal, nur bei uns hier in Kirchheim gibt. Wie bekomme ich diese Geschäfte? Ich sage mal, ich könnte von Seiten der Stadt hergehen und könnte sagen, okay, es ist für jemanden, der jetzt, der sich hier niederlassen möchte, der vielleicht erstmal nur testen möchte, lohnt sich denn, habe ich hier eine Zukunft, wenn ich jetzt hier ein Geschäft wenn ich niederlassen möchte, habe ich überhaupt eine Zukunft? Das heißt, man könnte hergehen und könnte solche Pop-up-Stores etablieren, zum Beispiel, dass man hergeht und sagt, wir gehen für euch von der Stadt, wir reden mit den Hauseigentümern, versuchen irgendwas in Richtung Miete zu machen mit der Gewerbesteuer und, dass es wirklich interessant wird für denjenigen, erstmal, sage ich mal, zu testen und zu gucken. Lasse ich mich in Kirchheim nieder oder aber ich gehe, sag ich mal, wenn ich merke, es funktioniert nicht, nach einem halben Jahr schmerzlos und ohne finanzielle Nöte aus der Sache wieder raus. Wie gesagt, die Innenstadtbelebung ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sind wir wieder bei dem Punkt auch Individualverkehr für die Innenstadt. Und da gibt es ganz, ganz viele Punkte, Treffpunkte, was wir eben schon angesprochen haben. Und auch von Seiten der Stadt stelle ich mir vor, ein Online-Marketing, vielleicht von allen Geschäften, die da mitmachen wollen in der Stadt, dass wir sagen, wir haben hier so eine Art Verkaufsplattform auch über die Homepage, wäre eine Möglichkeit. Also es gibt da ganz, ganz viele Ideen. Eine Befragung im Vorfeld könnte man machen. Was für Geschäfte wünschen sich die Kirchen? Auch da sind wir wieder beim Thema Bürgerbefragung. Ja, und das ist alles, sind alles Themen, die gilt es anzugehen. Und da hoffe ich, dass wir da in naher Zukunft auf einem guten Weg sein werden. Gut. Max, wir haben jetzt viele Maßnahmen und Ideen gehört. Da bleibt hoffentlich auch noch was für dich übrig. Ja, also ich glaube, so wie ich die Realität momentan sehe, glaube ich, dass tatsächlich in Zukunft auch noch etwas weniger werden wird an Gewerbe. Das liegt nicht daran, dass ich mir das wünsche. Und ich glaube, keiner wünscht sich das. Aber wenn 50% der Menschen ihre Sachen lieber bei Amazon bestellen wollen, dann bleibt nun mal nicht mehr viel vom Kuchen übrig. Da kann man sich jetzt aus romantischen Gründen die alte Zeit zurückwünschen oder nicht.
Ich werbe dafür, dass wir eben mit neuen Lösungen dann dafür sorgen, dass zum einen die Gewerbetreibenden, die jetzt in Kirchhain angesiedelt sind, dass wir die unterstützen, solange es nur irgendwie möglich ist, denn all die, die jetzt schon zu uns gehören, die müssen wir natürlich erhalten und denen ihr Gewerbe gut ermöglichen. Zum anderen aber wird sich auch unsere Innenstadt genauso wie in allen anderen Kommunen auch wandeln und wir werden nicht mehr Lebensmittelhandel an Lebensmittelhandel haben. Das wird nicht funktionieren in der Zukunft, da einfach zu viel Konkurrenz von anderen Anbietern ist, die offensichtlich von den Bürgern so angenommen und gewünscht wird. Was aber durchaus in der Innenstadt wie in Kirchhain passieren kann, ist eben, dass durch neue Lösungen, wie sie auch Holger schon einige angesprochen hat, dass wir durch diese dafür sorgen, dass eben alle die dort sind, dann eben auch gut angenommen werden. Durch Attraktivitätssteigerung, aus meiner Sicht auch, dass wir das Thema Verknüpfen von Arbeit, Leben und Einkaufen in der Stadt größer schreiben, denn wir haben, wie gesagt, einige Leerstände, auch gerade in der zentralen Innenstadt am Marktplatz. Aus meiner Sicht bieten sich solche Leerstände eben sehr gut an, um Office-Lösungen zu schaffen für all die. Moment. Schon wieder! Das ist immer nur bei dir. Jetzt aber. Tja, ja. Mach dir mal Gedanken. Das liegt nicht daran, dass ich irgendwo auf dem Kabel stehe. Ja, vielleicht. Dazu schreibt auch jemand, bei Max ist die Bild- und Tonqualität schlecht. Vielleicht störe ich irgendwie mit meinen Antennen den Empfang. Ja, tja, jetzt kommt da gibt es nur die neue Frisur. Hast du viele Antennen am Kopf? Ja, ja. Wir haben noch genug zu trinken. Ja, ja, alles gut. Hey, jetzt Max schwitzt. Haben sie ja gleich. Ich steige einfach mal irgendwo ein und hoffe, dass es irgendwann nicht allzu früh abgebrochen ist. Ansonsten haben wir ja noch den Ton von der Aufzeichnung. Genau, Coworking Spaces. Genau, also ich wollte noch mal vorstellen, dass wir eben gerade mit Coworking Spaces in die Innenstadt gehen können. Und ich sage, momentan haben wir auch noch die Chance, da durchaus einzigartig zu werden. Das hat ja auch der Holger angesprochen, dass wir durchaus Dinge schaffen sollten, die uns einzigartig machen. Und momentan sehe ich so, dass unsere Nachbarkommunen, zum Beispiel in Stadtallendorf und am Lüneburg, noch kein großes Angebot an solchen Dingen planen. Das heißt, wenn wir als Erste zuschlagen könnten und solche Lösungen implementieren würden, könnten wir natürlich auch gerade die Leute, die im Homeoffice sind, aber eben doch nicht zu Hause mit Kindern und Partnern dann abgelenkt werden möchten, diesen Leuten die Möglichkeit geben, in Kirchhain Homeoffice zu machen. Und dann eben logischerweise, wer in der Innenstadt ist, der ist eben auch viel eher dazu geneigt, dort auch mal einzukaufen und dann die Gewerbetreibenden dort zu unterstützen. Ja, wir haben kurz vor 7 Uhr, bevor wir zu den Schlussstatements kommen, die alle drei nochmal einen Wahlaufruf an euch richten können, frage ich nochmal in die Runde, habt ihr noch Lust auf eine allerletzte Frage zu dem Thema? Okay, dann machen wir noch eine Frage, weil aus der Community kam, soweit ich das von Sabine gerade gehört habe, auch nichts mehr. Ja, und zwar geht es um das Thema Flächenverbrauch. Wir kommen immer näher an die Grenzen heran, dass sich also Städte nicht mehr ausbreiten können oder wollen, weil einfach landwirtschaftliche Flächen für Verkehrsflächen oder für eben neue Wohngebiete herhalten müssen. Und da jetzt eben an die Kandidaten auf der anderen Seite ist ja auch der Bedarf da. Also wir haben in Kirchhain viele von euch, die in Kirchhain wohnen wollen und wohnen bleiben wollen, aber eben das Problem haben und vielleicht keine Baugebiete mehr bekommen. Das heißt also, die Frage ist, wie wollt ihr eigentlich diesen Spagat in der Zukunft bewältigen zwischen dem Bedarf auf der einen Seite, der gedeckt werden muss, und auf der anderen Seite der Nachhaltigkeit? Und da waren wir bei Holger als Erstes. Ich komme wieder. Also vom Grundsatz her ist es so, dass jemand, der bei uns hier in Kirchhain leben möchte und hier, seiner Arbeit nachgehen möchte, der hier vielleicht ein Haus bauen möchte und sowas, dass der auch die Möglichkeit bekommen soll. Und das ist das oberste Ziel. Es bringt uns nichts, wenn wir jemanden abweisen, weil wir jetzt vielleicht, wie ich eben schon sagte, keine Baugebiete haben. Oder weil wir ihm sagen müssen, das funktioniert so nicht, du musst jetzt mal, sag ich mal, frag in 3 Jahren nochmal nach. Das ist klar, das ist ein Thema. Ich weiß, denn momentan ist es ja so, wie ich das so richtig verstanden habe, dass Olaf gerade, was die Baugebiete angeht, wohl von Dorf zu Dorf zu Dorf zu Dorf geht in den Jahren, damit jedes Dorf mal drankommt. Das ist auch
im gewissen Sinne richtig so, dass man einfach da sagt, okay, ja, wir haben in diesen Jahren, wo er jetzt Bürgermeister ist oder war, sag ich mal, hat er... Noch ist. Genau. hat er dafür gesorgt, dass jedes Dorf zum Zuge kommt. Das ist gut so. Ich denke aber trotz allem, dass das nicht die richtige Herangehensweise ist, sondern man muss tatsächlich schauen, wo ist denn der Bedarf. Es gibt vielleicht Dörfer, die sagen, haben wir momentan gar keinen Bedarf. Man muss einfach schauen, wenn ich mir so eine riesen Baulücke jetzt in Ansefau anschaue, dass ich da nichts tut oder die Baulücken auch in Langenstein zum Beispiel, die wissen gar nicht mehr, wo können sie sich innerhalb der Ortschaft oder außerhalb der Ortschaft noch vergrößern, weil auf der einen Seite ist die Bahnstrecke, auf der anderen Seite ist die Hochspannungsleitung. Da guckt man jetzt, muss man jetzt schauen, was hat man überhaupt noch für Möglichkeiten. Aber nochmal, das oberste Ziel muss sein, dass jeder, der hierher kommt und hier wohnen möchte und hier, sage ich mal, bei uns in den Vereinen und am Leben teilnehmen möchte, dass er die Gelegenheit bekommt, hier Fuß zu fassen und auch bauen darf und seinem ganz normalen Leben nachgehen darf. Dankeschön. Max, komm am besten hier vorne rum, da müssen wir nicht so weit rüberschwenken und verlieren den Kontakt. Mit der Nase in der Kamera. Wie würdest du diesen Spagat meistern zwischen Nachhaltigkeit und Bedarfsdeckung? Ja, also ich denke, es ist schon ein großes Problem, dass wir immer weiter nach außen wachsen, ohne uns davor mal um die Innenstadt gekümmert zu haben. Und ich muss mich schon mal entschuldigen, ich glaube, ich nehme jetzt was vorweg, was der Olaf auch gleich sagen will. Das ist ja eine Frage, wer möchte wo wohnen? Und natürlich möchten junge Familien eher in größeren Grundstücken leben, während vielleicht Menschen im Rentenalter, wo die Kinder schon ausgezogen sind, sich vielleicht nicht mehr um ein großes Haus kümmern möchten. Und da muss es ja dann, wir haben in der Innenstadt unsere Leerstände, sowohl in der Kernstadt als auch in den Dorfteilen. Wir haben außen den Bedarf an neuen Baugrundstücken oder generell an Wohnmöglichkeiten für kleine, mittelgroße Familien. Und da finde ich, wäre es ein guter Moderationsansatz, eben gerade Möglichkeiten zu schaffen, dass in der Innenstadt, in den etwas enger bemessenen Wohnmöglichkeiten, gerade die Menschen hinziehen können, die sich nicht mehr um die großen Häuser kümmern können, sodass eben dann an den Rändern Platz wird für jüngere Familien, die eben ihren Platz erweitern wollen. Ja, danke schön. Und dann darfst du als letztes diese Frage beantworten, Olaf. Ja. Ich gerne. Das sind unterschiedliche Konzepte, die man fahren muss. Und wir haben Gott sei Dank vor 3 Jahren angefangen, dass wir einen Baulückenkataster aufgenommen haben, wo wir in jedem Stadtteil in der Kernstadt erfasst haben, wo sind Baulücken. Und dadurch haben wir angeregt, dass zumindest mal die Generationen nachdenken, was machen wir mit den Grundstücken, und konnten dadurch auch einige Grundstücke vermarkten und in die Vermarktung bringen. Also das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist tatsächlich, dass ich davon ausgehe, und das höre ich bei all meinen Besuchen in den Stadtteilen, dass in jedem Stadtteil gesagt wird, wir haben einen Bedarf. Dann sollten wir auch für jeden Stadtteil versuchen, diesen Bedarf zu decken. Der wird aber hier in Himmelsberg anders sein als möglicherweise in Groß-Seelheim. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man bedarfsgerechte Neubaugrundstücke anbietet. Und das Beste ist, wir versuchen auch dort wieder Baulücken zu schließen. In den Städten, in den Stadtteilen. Da haben wir durchaus die eine oder andere Fläche, die wir nutzen können. Der Regionalplan gibt uns 40 Hektar für die Zukunft vor, die wir beplanen können. Und da werden wir genau schauen müssen, wo ist tatsächlich Bedarf, wo ist tatsächlich der Wunsch, dass wir dann entsprechend gemeinsam mit den Ortsbeiräten, und da ist dann tatsächlich auch die Bürgerbeteiligung über den Ortsbeirat notwendig, zu sagen, wo sind die Flächen in den verschiedenen Stadtteilen? Wo haben wir die Restriktionen, sei es durch Trinkwasser, sei es durch FFH-Gebiete, sei es durch Hochspannungsleitung, dass wir dort eine vernünftige Lösung mit den Ortsbeiräten erarbeiten. Aber, und da gebe ich dem Max recht, es wird so sein, dass sich die Themen so entwickeln, dass natürlich ältere Personen, alleinstehende Personen eine andere Wohnform suchen, vielleicht nicht mehr das große Haus brauchen, und dann findet dieser Generationswechsel statt, den wir in Kirchheim schon an ganz, ganz vielen Stellen gelebt und gesehen haben. Und das wird auch weitergehen. Und dafür müssen wir auch Angebote schaffen. Und das ist jetzt mein letzter Punkt an der Stelle, wir müssen auch Wohnraum schaffen für sozial Schwache. Und da gilt es, mit den gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften Lösungen zu erarbeiten.
Denn nicht jeder kann sich ein Einfamilienhaus leisten, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass es bezahlbaren Wohnraum gibt für Leute, die es vielleicht nicht so dicke haben. Ja, aus der Community haben wir jetzt nichts mehr. Doch, ich würde schon gerne noch etwas sagen. Es gibt zwar keine Fragen mehr, aber die Themen, die ihr beantwortet habt, vielen Dank dafür, sind reichhaltig kommentiert worden. Die Kommentare lesen wir natürlich nicht vor. Jeder, der Interesse hat, kann da nachgucken. Wir haben jetzt auch nicht wirklich jede Frage stellen können, weil es auch teilweise nicht mehr... Jetzt bist du weg. Jetzt bin ich weg. Einfach nix. Euer cooles liegt nicht an mir. Ja, die Außen. Du sagst Bescheid, wenn wir wieder da sind. Ihr seid wieder da. Wir sind wieder da. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo wir unterbrochen wurden. Also ich wollte sagen, es sind natürlich auch Fragen gestellt worden, die ich jetzt hier nicht wiedergegeben habe. Das lag teilweise daran, dass wir selektieren mussten. Aber auch, dass es nicht immer unbedingt zum Thema gepasst hat. Es ist auf jeden Fall interessant, die Kommentare nochmal zu lesen, auch für euch, ihr lieben Kandidaten, die ihr hier Rede und Antwort gestanden habt, weil da natürlich auch viel kommentiert worden ist und auch nochmal kleinere Fragen gestellt wurden. So, jetzt sage ich vielen Dank an die Community, ihr wart toll. Danke, dass ihr wirklich so lebhaft mitgemacht habt. Ich finde, das war auf jeden Fall ein sehr spannender Abend und gebe jetzt an unseren Frank zurück. Ja, spannend und schweißtreibend auf jeden Fall. Ja, also auch nochmal danke an euch drei, dass ihr euch hier die Fragen gestellt habt unter diesen unwidrigen Umständen. Und ihr seid ja alle auch auf Facebook vertreten. Das heißt also, wenn da vielleicht noch eine Frage ist in den Kommentaren, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, die dann nochmal zu beantworten. Ja, auch von mir erstmal ein Dank an eure Seite und dass ihr vor allem dran geblieben seid, auch wenn Bild- und Tonqualität nicht die beste war. Das tut mir leid. Ich hoffe, wir sind dann bei dem nächsten Mal mit Rechner und richtigem Streaming-Software unterwegs. Da gibt es dann diese Probleme hoffentlich nicht mehr. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Schlussstatements und von der Reihenfolge her müsste, glaube ich, Max als erstes dran sein, der sich also dann direkt an euch richten darf mit seinem Wahlaufruf. Ich mache sehr kurz. Wer eine moderne Stadt möchte, wer eher Optimist ist statt Pessimist, wer lieber machen möchte, anstatt zu meckern, der, bei dem ist die Stimme bei mir bestimmt sehr gut aufgehoben. Danke. Ja, das war tatsächlich kurz und knapp. Olaf, wie sieht es bei dir aus? Dein Aufruf bitte. Machen statt meckern ist eigentlich mein Slogan gewesen, von daher passt das durchaus. Also ich möchte natürlich auch eine zweite Wahlperiode machen, weil ich viele Dinge angestoßen habe, weil wir viele Dinge zum Guten verändert haben, weil wir Kirchern vorangebracht haben mit den Stärken der Stadtteile, mit einem starken sozialen Leben, mit einer Stärkung der Innenstadt. Wir haben viel an der Stelle getan. Es gibt aber noch ein paar Punkte, die ich gerne noch umsetzen möchte, ob das die Sanierung des Freibades ist, ob das die Verbesserung der Kita-Landschaft ist. Da sind noch ein paar Punkte, die in meiner Agenda offen sind, die möchte ich gerne umsetzen. Die möchte ich gerne umsetzen gemeinsam mit Ihnen, gemeinsam mit den vielen Ehrenamtlichen, die uns in der Stadtverwaltung auch ganz stark unterstützen. Und da ist noch ein bisschen was zu tun, das möchte ich gerne machen, möchte ich mit Ihnen machen und freue mich einfach darauf, wenn Sie am 6. März das Kreuz bei mir machen. Danke. Ja, danke auch an dich, Olaf. Und dann last but not least, dein Aufruf, Holger, an die Wählerinnen und Wähler. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, es waren jetzt zwei spannende Stunden, sag ich mal. Es war für mich auch Neuland. Ich hoffe, sag ich mal, dass ich mit meinen Vorstellungen und Zielen den einen oder anderen erreichen konnte. Ich lade jeden ein, der die Zukunft unserer Stadt und der Stadtteile mitgestalten möchte, daran auch teilzuhaben und mich anzusprechen. Ich bin jederzeit, habe ich ein offenes Ohr. Mir ist auch egal, welche Parteizugehörigkeit, welche Couleur, welche Nationalität, welche Glaubensrichtung, das ist mir vollkommen egal. Ich habe ein offenes Ohr für jeden. Möchte einfach, dass es gemeinsam mit euch für Kirchhain dann nicht nur weitergeht, sondern dass es auch wieder vorangeht und bergauf geht. Dafür brauche ich eure Stimme am 6. März. Vielen Dank. Ja, danke schön auch an dich, Holger. Ja, und damit kommen wir zum Ende dieses Livestreams.
Es war ein Experiment, es ist sehr experimentell gelaufen, die ganze Geschichte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig bei der ganzen Sache. Da ist natürlich noch Luft nach oben, die ich also auch in Zukunft nutzen werde. Bei dir. Und ja, natürlich, ihr wart toll. Wir waren gut. Ihr wart gut, ihr wart auch pünktlich da, alles super. Aber wie gesagt, manchmal steckt man nicht drin. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird es eben besser. Ich werde da mit Sicherheit auch nochmal ein kleines Resümee-Filmchen über diesen Abend machen. Ja, aber wie gesagt, es freut mich, dass ihr trotzdem dran geblieben seid. Ich hoffe, es sind trotzdem einige Informationen für euch hängen geblieben bei der ganzen Sache, weil dafür haben wir es ja letzten Endes gemacht für euch. Und nochmal ein ganz großer Dank vor allem an Sabine und an Uwe, der sich wirklich mehr als ursprünglich erwartet hinter der Kamera abgemüht hat. Ich weiß selbst, wie schwierig das ist, da immer stillzuhalten. Das wäre mit der anderen Kamera, mit dem Stativ, viel einfacher gewesen. Also von daher nochmal vielen Dank. Wir alle machen das ehrenamtlich. Keiner von uns wurde für den heutigen Abend bezahlt, was das angeht. Ja. Noch nicht, genau. Die Getränke hat sogar der Uwe gesponsert, die es heute Abend gab. Die Knabbereien kamen, glaube ich, von dir, Sabine. Also ja, und ich habe die Technik in den Sand gesetzt. Also von daher wünsche ich euch einen schönen Abend und bin gespannt, wie es am 6. ausgeht. Geht auf jeden Fall wählen, wenn ihr es noch nicht per Briefwahl getan habt. Falls ihr es per Briefwahl getan habt, ja, und habt was Neues erfahren, was euch umstimmt, zu spät. Also, habt einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.